Ja, also die letzte Frage, die sich halt bei mir so ein bisschen stellt, ist gerade, wie viel Geduld hast du heute mit mir? Worauf zielt diese Frage genau ab? Also diese Frage zielt in erster Linie darauf ab, dass Morati echt eine harte Nuss ist. Mm. Ich ein bisschen länger nicht mehr Total War Warhammer 2 gespielt habe und ich jetzt einfach mal in den Raum stelle, wenn wir auf dem Schwierigkeitsgrad spielen, wie wir normalerweise spielen und was ich auch irgendwie von uns erwarte, dann mhm. ist es gut möglich, dass wir vielleicht 2 oder 3 Mal starten müssen, weil ich echt, also es ist ein bisschen, also wenn du gut bist, dann ist es nicht luckabhängig, aber bei mir ist es ein bisschen luckabhängig, ob ich auf sehr schwer am Anfang gegen die Hochelfen klarkomme oder ob die mich dem Boden gleich machen. Das kommt ein bisschen drauf an, wie die Armeen moven. Und ob die sich mit dem im Norden von mir auch in die Haare kriegen oder ob die direkt bei mir stranden, dann habe ich ein Problem. Ich glaube, das hängt alles, wir werden das eh alles so ein bisschen rausfinden müssen, weil die Karte hat sich ja auch geändert. Also da sind ja auch andere Fraktionen jetzt zum Teil. Mm. Da eiern nämlich auch noch ein paar Slaanesh-Dämonen rum und sowas rum jetzt seit Neuestem. Das lässt sich eh nicht so einschätzen. Und ich meine, die Chaoskrieger sind komplett überarbeitet. Da bin ich jetzt, glaube ich, auch nicht der größte Profi. Die können ja jetzt Städte bauen und alles. Deswegen werden wir, glaube ich, gemeinsam rausfinden müssen, wie das... Ich hab so Bock, oh mein Gott. Ja, dann würde ich mit Morat... Aber dann spielen wir auf sehr schwer, oder? Ja, würde ich also sagen. Also für alle, die im Chat fragen, warum nicht legendär? Der einzige Unterschied zwischen legendär und sehr schwer, was den Schwierigkeitsgrad angeht, ist, dass du nicht speichern kannst bei legendär. Und das würde ich, wenn du im Multiplayer spielst, nie empfehlen, weil es halt manchmal auch einfach so Probleme mit Desync und so geben kann und man manchmal einfach neu laden muss wegen dem Desync. Sonst macht das ja keinen Unterschied. Schwierigkeit des Gefechts muss auch noch hoch. Dann würde ich ganz schnell pinkeln gehen, weil ich eine aufgeregte Blase habe gerade. Und dann bin ich voll motiviert und ach du Scheiße, wird das gut. Ja. Bis gleich. Ja, Leute, allein schon diese Fraktionsnamen, ne? Also der Kult der Sinnesfreuden und die dekadente Heerschar ziehen nun gemeinsam. Es wird wieder. Wir spielen heute vielleicht keine Dating-Sim, aber wir spielen trotzdem ein bisschen Max Gentleman Sexy Business. Ja, das wird sehr, sehr gut. Und tatsächlich übrigens für alle, die sich fragen, Sigvald, soweit ich weiß, kann tatsächlich auch Zinch-Einheiten haben. Er neigt nur von sich selbst aus mehr zu Slaanesh. Aber jeder Archaon ist am besten, um alle Chaoskrieger, und Bellacor kann noch ein bisschen mehr Dämonen reinbringen. Aber Sigvald kann das auch. Sigvald nehme ich aus 2 Gründen. Erstens, er ist Morati vergleichsweise nahe und er ist halt auch einfach lustig. Das ist auch ein Faktor. Er ist halt einfach lustig. Er ist halt der arroganteste Sack von allen und ich muss euch nicht erzählen, warum mich das... So. Hallo. Ich bin bereit. So. Es wurde noch gesagt, es gäbe irgendwas Neues in den Spieleinstellungen. Ja. Gleichzeitige Runden machen wir natürlich ein. Rundenzeit Dankeschön, müssen wir nicht Smitty limitieren. Dankeschön. Alle Gefechte Dankeschön, automatisch für die 100 aus. Vielen lieben Dank. Nö, das sieht doch alles ganz normal aus. Was ist Charakterladen? Ah, man kann tatsächlich, wenn man möchte, gespeicherte Charaktere aus bisherigen Kampagnen irgendwie laden. Wir haben ja jetzt aber noch gar keine. Und wir haben die Seestraßen, die man aktivieren oder deaktivieren kann. Ich sagen, die aktivieren wir auf jeden Fall, weil es eine neue Mechanik. Und die wollen wir sehen. So, also ich wäre bereit. Für den wahrscheinlich perversesten Total War Immortal Empires Run auf Twitch. Das haben wir uns schon ein bisschen so ausgesucht. Bock. Oh mein Gott, das wird so großartig werden. Es gibt Endszenarien, die man eigentlich auswählen kann, wird gesagt. Ich habe hier nichts, wie ihr seht.
Vielleicht ist das nicht im Multiplayer. Es ist die Frage, können wir noch ins Team gehen? Team 1? Das sollten wir noch machen, ne? Ja, kannst du da rein? Ich habe schon bereit geklickt. Ich kann kein Team wählen. Ach so, doch, da oben. Ich kann da reinspringen. Mit dem Plus. Ja, perfekt. Sehr gut. Ich hatte es nämlich gerade nochmal Sorge, dass man vielleicht nicht ins gleiche Team gehen kann mit unterschiedlichen Fraktionen. Das Problem hatten wir ja, glaube ich, irgendwo mal. Ja. Aber anscheinend, wir hatten es, Kampagnendetails, warte mal, wo noch? Spieldetail? Nee, also ich sehe keine weitere Einstellung. Im Singleplayer gibt es wohl noch Szenarien. Ich meine, ich kann jetzt zur Sicherheit nochmal rausgehen und nochmal eine Kampagne aufmachen, ob man das da am Anfang sieht und ich es übersehen habe. Weil nicht, dass wir jetzt ein wichtiges Feature auslassen. Ich gehe nochmal raus und mache nochmal auf. Jawohl. Und so, also Kampagne hosten. Reiche der Unsterblichen, ihr seht es hier. Nee, weil das war einfach nur und dann gehe ich. Hier ist nur dieser Beta-Button. Dann Host. Ah, Kampagnendetails. Nee, das ist nur, das zeigt nur an, was die Kampagne ist. So, dann lade ich jetzt Pia nochmal ein. Genau, nee, dann ist das wohl tatsächlich nur was für Singleplayer, diese Geschichte. So, wo sind die Chaoskrieger? Hier nochmal. So, Sigwald, der Prachtvolle, am Start. Wir gehen wieder in Team 1. Wir machen auf sehr schwer. Ich muss auch gleich nochmal umswitchen. Ich habe uns nur nochmal auf Insta gepostet. Oh, sehr gut, sehr gut. Und nochmal, weil gerade ganz viele reinkommen und sagen, oh mein Gott, krass, ihr dürft schon spielen. Und dann dachte ich mir, war wohl noch nicht klar genug in meiner Insta-Story. Deswegen einfach nochmal reingepostet. Ja, wir dürfen schon spielen, wir machen das jetzt. Ja, wir machen das jetzt. Kann man diesmal mit mehr als einer anderen Person eine Kampagne starten? Ich glaube, das geht bis zu 8, ja. Ich habe gerade unseren Code geleakt, I'm sorry. Aber ich glaube, da kommen da Leute rein. Hast du auf ordentlich Freunde gestellt? Ich weiß gar nicht, wir gehen einfach schnell auf bereit und starten, dann können die gar nicht mehr rein. Okay, es tut mir sehr leid, ich habe auf Freunde das einladen gedrückt und wollte sehen, ob mir die Einladefunktion gezeigt aber wird. Aber Pia, du musst ja dran denken, sie haben das hier alle noch nicht, weil sie ja Pöbel sind. Ah, die kommen ja eh nicht rein, weil wir in der Beta-Version sind. Dann ist ja eh entspannt. So ein Pech aber auch, ne? Das ist halt einfach. Gefechtsgeschwierigkeit. Ah, ich habe meine. Oh nein. Ich muss meine Gefechtsgeschwierigkeit ja unabhängig von dir schwerer stellen. Ah! Es tut mir so leid. Ach, Pia. Es tut mir so leid. Emma, ich habe extra schnell geklickt, damit niemand mehr reinkommt. Das ist der Grund, warum wir nicht die Premium-Perks sind, die Premium-Partner sind. Weil wir halt einfach solche Lappen sind, was das angeht. Oder ich ja, in dem Fall. Ja, das ist leider wahr. Tja, jetzt müssen wir hier laden und dann nochmal raus. Ne? Hier sind wir. Hier sind wir. Wir gehen nochmal raus und. Ich kann hier nicht umstellen, ne? Nee. Nee, hat Pia gewebert oder eher geäumelt, wird bei mir gefragt. Ja, das sind die Fragen, ne? Das sind die Fragen. Ah, oh, es tut mir so leid. Ihr wartet gerade alle auf mich. Es tut mir so leid, Chat. Es tut mir so leid. So. Ich lade dich nochmal ein. Jetzt wollen sie, dass ich zu Ogern wechsle. Ich werde nie. Leute, ihr habt das schon. Ihr wisst schon. 1 Million Bits, dann gibt's eine Ogre-Kampagne. So, du hast eine Einladung. Ogre, ey. Warum sollte irgendwer Ogre spielen, wenn er auch Chaoskrieger spielen kann? I mean, ja. Chat sagt geäumelt, wenn dann bitte. Okay, als erstes stellen wir jetzt
Schwierigkeitsgrad des Gefechts auf sehr schwer, damit ich das einfach schon mal gemacht habe. Dann gehen wir auf Dunkelelfen, dann drücken wir Morati an, dann überprüfen wir. Schwierigkeitsstufe der Kampagne sehr schwer, Schwierigkeitsstufe des Gefechte sehr schwer, Team ja, Charakter ja, bereit. Checkliste. Sieht gut aus. Abgehackt. So, ab geht's. Dann legen wir jetzt los. Jetzt aber wirklich. Ja. Ich könnte auch den Code schnell leaken, genau. Das habe ich noch vergessen. Ah. Wundervoll. So, jetzt bin ich bin sehr gespannt. Ach, hast du dich jetzt umgestellt mit Ladevorgang und anderer Spieler? Oder sind wir jetzt gleich... Nee, okay, wir sind gleichzeitig dran. Jetzt, da sind wir. Da sind wir, Leute. So, lass doch mal kurz hier die Startsituation dem Volke vorstellen. Wir sind jetzt wirklich... Wir haben jetzt hier diese Riesen-Map. Guckt euch das an. Das sind alle drei Teile jetzt in einem. Und wir starten einigermaßen beieinander, nicht wirklich direkt beieinander. Ich bin hier, Prinz Sigvald, ein Günstling des Slaanesh und wie es mir geziemt, der schönste Mann der Welt. So sehe ich mich auch eindeutig, deswegen habe ich ihn gewählt. Guckt ihn euch an, was für ein Mann. Was für ein Mann. Und Pia ist, glaube ich, analog die schönste Frau der Welt da unten. Hier, Morati, da ist sie. Pia ist gerade vor allem noch am Überlegen, wie sie zu ihren Grafikeinstellungen kommt. Weil ich glaube, es gibt. Gibt es nicht alle in-game. Ich habe halt Tiering und das ist so ein bisschen gerade bitter, weil ich habe Faustink eigentlich aus. Woran könnte das denn sonst noch liegen, Chat? Damit sich da nicht nachher alle Leute bei mir beschweren, dass mein Bild flimmert. Es tut mir so leid, dass ich das gerade in dir, also dass ich dein Intro gerade so zerstört habe. Aber ich weiß, dass mein Chat gleich mega in Rage geht, wenn das einfach so bleibt. Und ich habe nämlich vorhin extra geguckt, dass Faustink aus ist. Deswegen. Das ist eine gute Frage, woran das sonst noch liegen könnte. Ich meine, es ist eigentlich. Es passiert nur, wenn ich rauszoome. Sonst habe ich keinen Tiering. Wenn ich rauszoome, dann tiert es ein bisschen. Also Chat, wenn ihr sagt, dass es für euch nicht schlimm ist, dann würde ich jetzt einfach so spielen. Aber wenn ich nachher ein einziges Kommentar in meinem Chat lese wegen Tiering, dann werde ich zur echten Morati und bade im Blut meiner Zuschauer. Gut, Chat sagt, passt. Okay, perfekt. Sehr gut. Dann bin ich jetzt bereit. Sorry. Wo hatten wir angesetzt? Genau, ich bin äquivalent, ich spiele die schönste Frau. Na, Blödsinn, ich bade ja gar nicht im Blut. Im Blut badet ja tatsächlich die andere, Hellebron, die Hellebron. Die, du bist einfach alte. So schön, du brauchst das gar nicht. Ich bin einfach so einfach schön. So. Wobei, ich bin ja auch neidisch auf Hellebron, dass die im Blut badet. Oder ist das ist ja, echt? Ist das nicht immer noch Main-Sequenz? Ich glaube schon, dass Morati davon überzeugt ist, dass sie... Boah, die haben auch irgendeinen Twist. Ich krieg das nicht mehr zusammen. Die eine ist angepisst auf die andere, weil die eine hat was die andere glaubt, dass ihr zustehen würde. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob Morati angepisst auf Hellebron ist oder andersrum. Ich meine, das ist das Warhammer-Universum. Wahrscheinlich sind alle angepisst auf alle. Ja. Aber da ist auf jeden Fall auch noch mal was. Aber ja, und ich bin auch vor allem bei der schönsten Stadt, das wollte ich eigentlich sagen, bei Quintex. Die uralte Stadt Quintex vor allem ist der volle Titel. Das ist natürlich wichtig. Das ist wichtig. Und ich, und da habe ich, das freut mich halt so krass, ich bin jetzt Chaoskrieger. Die Chaoskrieger können jetzt endlich auch Städte haben, weil sie reworked wurden. Und es gilt hauptsächlich hier solche, Standort für eine dunkle Festung. Ich starte noch nicht mit einer, aber die Chaoskrieger sind jetzt tatsächlich, die sind komplett neu. Also, die haben bergeweise an Mechaniken.
Wie sie irgendwie mit den verschiedenen Göttern, hier seht ihr zum Beispiel meine Armee hat Autorität der verschiedenen Götter. Hier habe ich natürlich, ich fange mit Slaanesh an, weil ein Mann wie Sigvald, ne, der so schön ist, der kann sich natürlich nur dem Gott der Lust verschreiben, weil alles andere, da würde er sich ja auch selbst verschwenden. Stellt euch mal vor, wenn dieser Mann, dieser attraktive, gut aussehende Mann, nicht täglich eine wilde Sexorgie feiern würde, dann würde er, also was er der Welt damit nehmen würde, ne? Womit er die Frauen und auch die Männer, was er ihnen rauben würde. Alter, Prinz wenn er Charming sich, redet hier schon wieder viel zu viel, ey. Das, lasst uns Städte erobern, Leute. Wir werden die erste Stadt uns holen. Du, ich finde das völlig in Ordnung. Ich musste nur einen Prinz Charming Joke bringen. Das war der einzige Hintergrund für diese Aussage gerade. Du siehst wirklich aus wie Prinz Charming. Aber ich bin über eine Sache erzürnt. Okay. Also ich finde das sehr cool. Ich habe ja von Anfang an habe ich Dämonetten tatsächlich in meinen Reihen. Aber ich habe keine Hydra mehr. Oh. Die haben mir als Starteinheiten meine Hydra genommen. Und ich find's nicht gut. Das ist gemein. Und ich schau gerade, ob ich die überhaupt generell noch bekomme, weil ich habe ein bisschen Angst um meine Hydra. Das ist gemein, ja. Doch, ich krieg sie immer noch, aber nicht jetzt. Boah, das finde ich nicht cool. Also, give me back my Hydra, please. Ich dagegen habe hier bergeweise neuer Mechaniken, mit denen man seine Einheiten verbessern kann. Das ist so cool. Du kannst diese Chaoskrieger jetzt alle verbessern zu fortschrittlichen Einheiten gegen Geld und sie auch den verschiedenen Göttern weihen. Zum Beispiel kann ich halt meine normalen Chaoskrieger jetzt zu Chaoskriegern des Slaanesh mit Höllengeißeln machen, weil ich natürlich als Sigvald vielleicht schon damit mit der natürlich fange ich mit der Technologie sinnliches Brandeisen schon an. Natürlich. Warum auch nicht, ne? Sehr schön, dann haben wir die Armee. Boah, schaffe ich das? Boah. Schaffe ich das, ist die Frage. Das sollte eigentlich, ich meine, wir sind ja gute Krieger. Ich gehe das Risiko ein. Maurice, ich gehe das Risiko ein. So. Moment, ich kann hier gar nicht. Ah ne, du hast schon gewählt, also Team beitreten. Jawohl, okay, ich dachte, ich hatte gar keine Entscheidung mehr, ob wir. Aber ist ja cool, ich kann jetzt nicht mehr dir irgendwie entscheiden, dass ich will, dass wir es auswürfeln. Das ist gut. Das hatten wir ja auch mal als Problem identifiziert, manchmal. Nick Fury findet das gut, dass Hydra nicht mehr dabei ist. Anderes Franchise, Leute. Anderes Franchise. Bei mir wiederum, oh Gott, das ist. Da habe ich jetzt wieder nicht dran gedacht. Nachdem wir Elden Ring schon als Peitschenmagier gespielt haben, ist mein Chat gerade sehr begeistert. Kann Maurice jetzt wirklich all seinen Einheiten Peitschen geben? Oh. Ja, offensichtlich schon, weil wir ja Slaanesh sind, weil wir widerlich und pervers sind. Ja, das hatte ich jetzt gar nicht bedacht. Leute, das passiert einfach immer. Ich lege diese Streams gar nicht darauf aus. Das passiert einfach. Das. Ich bin still. Das, Man kann sich die Einheiten jetzt alle anzeigen lassen, wenn man Rechtsklick auf die Einheiten klickt. Da kriegt man so eine Einheitenliste, die man sich komplett anzeigen lassen kann, was es wie wo gibt. Praktisch. Das ist sehr praktisch tatsächlich. So, du bekommst hier passend, weil wir gerade über Peitschen gesprochen haben, kriegst du meine Dämonen. Sehr gut. Und ich gebe dir einfach alles, was hier. Ich gebe dir einfach alles, was hier zum Flankieren da ist. Dann hast du da so einen Einheitsbrei quasi. Das heißt, ich krieg jetzt deine perversesten Einheiten. Ja, du hast dich doch gerade dafür freiwillig gemeldet. Ja,
Ja, also ich krieg jetzt hier quasi die Frauen im Bikini-Panzer und diese Wesenheiten hier. Das sind, Wesen im Bikini-Panzer. Ja, das ist alles... Mein Chat hat korrigiert, by the way. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich mir für einen Ruf auf Twitch hier erarbeite. Doch, das passt. Das passt. Das ist absolut fein. Mein Chat hat mich vorhin noch korrigiert gerade. Fiona schreibt, Hellebronn ist angepisst auf Morati, weil die ewige Jugend hat. Und genau so rum war das. Also danke nochmal für die Erinnerung. Hellebronn macht ja diese Blutbadebäder, wo sie ja in lauter quasi Sklaven badet, um ewige Jugend zu erhalten. Und das Problem ist ja, dass das immer kürzer anhält und sie immer mehr Opfer dafür braucht und immer mehr Leute dafür hinschlachten muss. Und die ist ja angepisst auf Morati, weil die ja durch das, dass sie, glaube ich, die Muse von Slanish ist, von ihm was bekommen hat für ihre ewige Jugend und Schönheit. Da war ja irgendwas in die Richtung. Ah ja. Blutbadebäder, bitte dreimal schnell hintereinander sagen. Blutbadebäder, Blutbadebäder, Blutbadebäder. Du hast es jetzt der Fairness halber nicht mal einmal geschafft. Du musst es nochmal ansetzen, Pia. Blutbadebäder, Blutbadebäder, Blutbadebäder. Okay, das war gut. Dann richten wir doch mal ein Blutbad an, würde ich sagen. Ich bin bereit. Jawohl. Wundervoll. Kommen die zu uns? Bestimmt. Wenn du angreifst, ist eine gute Frage. Aber sie bewegen sich, also... Die haben so einen Manticore. Ja, ja, der ist auch der, der mir am meisten Angst macht. Ah. Deswegen... Der Rest ist ja total easy. Ja, ja. Ja, was haben wir hier für Einheiten? Aber sieht gut aus. Also sieht aus, als würden sie auf jeden Fall auf uns zukommen gerade. Finde ich an und für sich ganz gut. Bin vor allem begeistert, dass wir jetzt... Einfach, also, ich bin halt auch mega gern in deinen Schlachten dabei, weil nach Chaoskriegern Dunkelelfen meine zweitliebste Fraktion sind. Ja. Deswegen haben wir jetzt echt eine gute Auswahl hier. Alter, Dunkelelfen-Bogenschützen. Also, Cathay hat sehr viel Spaß gemacht, aber nichts geht über Dunkelelfen-Bogenschützen. So, ich werde mit denen mal hier einen Flankenangriff versuchen auf ihre Bogenschützen. Wir gucken uns mal ein bisschen an, wie hier meine perversen Dämonetten hier ein bisschen Chaos anrichten. Du kriegst hier ein bisschen Bonus. Geil. So, Manticore ist gone. Oh, der Manticore ist sogar schon weg. Ja, ja, ich habe den rausgefokust mit meinen Bogenschützen, weil ich mir vor dem am meisten Sorgen gemacht habe. Jetzt werden hinten die Dinger fallen. Dann machen wir hier nochmal einen Zauber rein. Und dann ist unser größtes Problem eigentlich nur noch der Boss von denen. Ja, aber den wird ja Morati einfach wegfrühstücken, würde ich vermuten. Also ich hoffe schon, aber sie ist halt Magierin, ne? Ist halt keine Hellbronn. Das stimmt. Aber... Aber weißt du, was wir haben? Wir haben ja jetzt Bogenschützen, die treffen. Nach den unzähligen Stunden in Cathay, wo wir einfach eine gute Artillerie, aber keine Bogenschützen hatten, ist es so ein Segen, wieder mit Bogenschützen zu spielen, die actually geil sind und Schaden machen. Aber gerade nicht schießen können, weil wir im Weg sind. Na gut. Gut, so viel dazu. Ja. Das war's. Glorie! Das ging sehr schnell und effizient. Wie es sich geziemt, ne? Also wir hatten gerade noch die... Sorry, es sind keine Bogenschützen, es waren Armbrüste. Es tut mir leid. Die Armbrust, be like, am I a joke to you? Ja, ich meinte, es tut mir leid. Wie die elitären Dunkelelfen-Repetier-Armbrustschützen zu simplen Bogenschützen degradiert werden. Wahrlich, Pia, wie kannst du es wagen? Ich bin an einem Auge gerade ein bisschen blind, weil es sehr verheult ist, weil ich auf meine Hydra verzichten muss. Hab Mitleid mit mir. Hauptsache, es kommt Brust vor, Slanesh gefällt es, wird bei mir geschrieben. Wow. Sehr schön. So. So, dann haben wir hier einen glorreichen Sieg errungen. Und Wie drehe ich Karten? Bei mir auch gerade, ne? Total Konnte komisch, man Karten drehen beim Vorgänger? Wir hatten doch immer nur. Schon. Hatten wir nicht immer nur eine Draufsicht? Bin ich gerade lost? Hack
Ja, dann habe ich aber nur vergessen, wie man dreht. Ist auch möglich. Ist nicht unwahrscheinlich. So, ich tue jetzt hier gerade noch mal ein bisschen meine Barbaren ein wenig aufrüsten. Das ist auch übrigens cool. Diese billigen Barbareneinheiten, die müssen jetzt aufleveln, aber dann kannst du sie zu Chaoskriegern machen, wenn sie genug Erfahrung erreichen. Das heißt, und die Chaoskrieger wiederum können halt zu Zweihandwaffen, Hellebarden, du kannst sie richtig modifizieren die ganze Zeit, auch wie du es gerade brauchst. Das ist halt total cool. Aber natürlich müssen sie zu Chaoskriegern des Slaanesh absolut werden. Das ist ja ganz, ganz klar. Ich habe meinen Zug. Und hier machen wir vielleicht noch... Können wir den hier auch noch verbessern zu einem... Ne, der ist schon verbessert. Man kann sie auch downgraden wieder, wenn man mag. Was für eine coole Mechanik. Aber ich werde jetzt hier nicht ewig Zeit verschwenden. Wir machen jetzt die hier schnell weg. Alles gut, mach dir keinen Stress. Du kannst ruhig so viel Zeit verschwenden, wie du möchtest. Das ist ja da zum Ausprobieren. Und wir jetzt haben ja extra drei Spieltage für heute, ne? Also das stimmt. Wir müssen jetzt tatsächlich eins kämpfen, weil das mir wieder eine Truppe weghauen will. Ja, ist doch mega gut. Dann sehen wir die Einheiten. Jawohl. Auf geht's. Wächter des Todwalds. Aha. Ja, das, der sind gleich tot, die Wächter des Todwalds, sag ich da mal. So, also der Feind eiert da hinten irgendwo rum. Ich würde dir so alles geben, was einigermaßen kavallerieartig und schnell ist. Da hat ja Slaanesh ein bisschen was. Und dann kannst du einen schönen Flankenangriff machen. Dein Zauberer sieht auch sehr cool aus, finde ich. Also... Ja, Baritus, der Düsterbringer. Ich habe gerade Dosenbringer gelesen und dachte mir, was für Dosen bringt der denn? Aber... Ups. Weil halt Chaoskrieger einfach cool sind. Das muss man hier nochmal wirklich festhalten. Ich finde halt die Charaktermodelle von denen sind halt so badass. Guckt euch das an. Dann haben wir jetzt hier unsere Chaoskrieger des Slaanesh, die wir halt aufgerüstet haben mit Schild und Peitsche. Da sind sie. Und ein bisschen prächtiger. Und guckt euch das an, wie cool die sind, ey. Ich finde das so geil. Wir haben halt hier noch leider auch so ein bisschen so Bauernvolk, ne? Das gibt's auch. Die müssen lang genug leben, dass sie aufleveln und dann dürfen sie auch echte Chaoskrieger werden. Oh, und das ist so gemein. Ja. Dann dürfen sie auch echte... Oh Mann. Und hier sind natürlich wir selbst noch. Der wunderschöne Sigvald mit seinem Spiegelschild. Seht ihn an. Er sieht witzigerweise gar nicht aus wie die anderen Chaoskrieger, ne? Weil er so ein bisschen seine eigene Fancy-Rüstung hat. Und... Ich glaube, ich krieg dir, ich weiß nicht, der Magier kann nicht reiten, deswegen lenkt er dich, glaube ich, nur ab. Das heißt, du machst eher die schnellen Sachen, ich mache hier die Infanterielinie. Alles gut, und gib mir was dann, auch immer du mir geben möchtest. Dann haben wir hier noch diese Peasants. Die Finsternis, die er bringt, ist in Dosen verpackt. Ja, auf jeden Fall. Und dazwischen wird ein schönes Helles getrunken. Und dann haben wir hier noch die Brut des Slaanesh. Das, ich glaube, das kennt man ja schon. Mit Brut fühle ich mich immer angesprochen, ja. Ja, aber die sind ein bisschen widerlich, ne? Also. Die Einheiten sehen geil aus. Und ich finde es großartig, dass die Chaos-Barbaren quasi da, von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, diese auch mehr so Dämoneneinheiten und so weiter, beziehungsweise ordentlich überarbeitet wurden. Ich fand die Chaos-Fraktionen immer mega cool, aber sie waren halt nie so cool zum Spielen. Chaos-Barbaren hat einfach keinen Spaß gemacht. Und es ist mega geil, dass die jetzt einfach die Liebe bekommen, die sie verdienen. Ja, weil es ist halt von der Ästhetik her ist es halt, wie gesagt, genauso. Es sind halt diese wandelnden Saurons, das ist halt genau, also diese Armee von Saurons ist halt immer genau meine Fraktion eigentlich gewesen. Aber sie waren halt spielerisch einfach scheiße. Ja. Und du kriegst Dämonen über so dämonische Geschenke, da kommen wir gleich noch dazu. Gibt's richtig viel Zeugs, aber ich glaube, wir hauen die jetzt hier mal da weg, ne? So.
Ich hau hier ein paar Leute in den Wald. Wir gucken mal, ob der Feind sich zu uns traut. Wir sollten vielleicht auch hochgehen, weil da auf diesen Berg... Ne, ich glaube, sie trauen sich nicht zu uns. Das heißt, wir müssen zu ihnen kommen. Ist ja auch okay. Ja, die hier vielleicht auch noch in den... Flanken also ich breche da gleich von oben rein, ne? Ja, finde ich gut. Infanterieabwehr. Lustigerweise sind die Peitschenkrieger eher so eine Verteidigereinheit, weil sie einen fetten Schild mit ihrer Peitsche führen. Ist auch ein bisschen ungewöhnlich. Also ich werde nicht den Hauptangriff machen, ne? Ich werde hinten in die Flanke fahren. Nur, dass du Bescheid weißt, ich bewege mich hier nicht weiter. Und ich finde es nicht so geil, dass wir hier diese Schreckensperre haben. Die will ich eigentlich nicht hier haben. Nee, genau. Da werde ich jetzt mit meinen Nahkämpfern rein gehen. Ich wollte nur, dass ich auch von oben komme, weil... Und ich habe hier noch eine zweite Infanterietruppe, die so rechts kommen wird. Mhm. Ich werde jetzt mal hier... Ich glaube, am besten greifen eher die hier an, die Chaoskrieger. Die gehen jetzt mal hier los. Und eine zweite Linie von den Slaanesh-Chaoskriegern und Sigvald selbst. Als Squad-Stream-Zuschauer zählt man das Zuschauer für beide auf jeden Fall, Stanley. Dankeschön, Skypleasure übrigens für die 4 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, vielen lieben Dank. Zum Angriff zu bewegen. Drachen-Oger waren schon immer fancy zum Spielen. Einfach mit einer vollen Armee, von denen über alles und jeden drüber pflügen. Das Problem sind die Oger in dieser Rechnung für Maurice, ne? Also ja, also es wird keine Drachen-Oger, ich werde keinen einzigen rekrutieren. Auch dieser Held... Du musst einen rekrutieren, damit wir sie sehen. Wir haben genug andere coole Sachen, Leute. Nee. Ja, bewegt euch, ja. Ihr seid halt jetzt... Slaanesh erwartet Leid, sagen sie. So, auf geht's! Einen Angriff von hinten. So, Sigvald ist am Start. Die Krieger auch. Deliver Slaughter! Da kommen Tschüss, die Streitwägen. Kleine Bogenschützen. Adios, meine Freunde. Und hier kommt der Flankenangriff. So, der Magier sollte auch noch was tun. Was kann der denn eigentlich? Melkovs mythisches Miasma. Ja, das ist doch hier perfekt. Lass mal die Peitschenkrieger jetzt sehen. Wie kämpfen die? Das sind sie nicht. Wo, die sind da unten. Ich bin doof. Ich will meine Peitschenkrieger in Aktion sehen. Wir müssen halt durchgehen. Rein und ihr raus. Jetzt, ihr geht jetzt hier mal rein und zeigt mir mal, wie ihr mit euren Peitschen umgeht. Und wieder raus. Und dann wieder rein. Es ist halt ein ewiges Rein- und Rausspiel mit der Kavallerie. Du läufst rein, du läufst raus. Du läufst rein, du läufst raus. Die haben so Bock. Ja, das haben wir gleich. Der geht vielleicht mal hier rein. Ja, das ist der Einzige. Ich will halt mit deinen... Also, die Kavallerie ist halt nicht so tanky, bis auf die Streitwegen. Ja. Deswegen wollte ich halt deren Commander nicht angreifen, weil ich Angst hatte, dass ich die da zerschieße. Aber schaut, Sigvald hat wirklich Lust drauf. Er muss ja auch beweisen, dass obwohl das hier ein Elf ist, er immer noch schöner ist. Wir helfen dir ein bisschen. Guck mal, da kommen ein paar Streitwegen von oben. Schön! Es ist ein bisschen Fußballspielen. Ja. Und wieder raus. Und dann wieder rein.
So, da unten brechen die Einheiten jetzt auch gleich. Das ist schon mal sehr schön. Ein bisschen Anlauf nehmen und dann können wir da unten in die Düsterschwerter auch nochmal rein. So, wir kommen hier nochmal drauf. Und nochmal Fußball. Was hältst du davon? Jawohl! Und da ist der Sieg! Und nochmal getreten! Boah, der ist gedodged. Ich wollte nochmal fliegen sehen. Finde ich gut, ja. Nee, wir haben die richtig schön platt gemacht hier. Wächter des Todwalds, ey. Sigwald hat Lust drauf, ist Lust drauf, haben nicht ein Dauerzustand für Sigi. Ich glaube, das sehen ähnlich viele, oder ganz viele Slanisch-Einheiten so, ja. Ja. Ja, warum auch nicht, ne? Also. Dankeschön, Skyplaza, so, für die 4 Monate. Gehauen. Ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Wir haben eine Rüstung des Schicksals bekommen für Sigwald und die Spiegelgarde freigeschaltet. Oh. Können die kämpfen oder gucken sich die nur selbst an? Was ist das denn jetzt hier? Das war eine ernste Frage. Das klingt nicht nach einer ernsten Frage, Pierre, wenn ich jetzt einfach so. Also, natürlich. Alles eine ernste Frage. Meinst du wirklich? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, komm, Spiegelgarde bei Prinz Charming ist doch definitiv. Also. Die haben doch Spiegel dabei. Ja, haben gut, sie Spiegel dabei? Gut. Also er hat ja ein Spiegelschild auch, also es passt tatsächlich alles ganz gut zusammen. Ja komm, also und dann werde ich kritisiert. Ich beschreibe, mach doch nur eine Charakterbeschreibung. Oh, die arme Pia, dann werde ich kritisiert. Du hast dir die ausgesucht. So. Oh. Ich kann ja nichts für die Charaktere, die du dir aussuchst. Das stimmt. Danke nochmal an der Stelle, Skyblazer. Ich hau jetzt den normalen Chaos-Typ weg, aber es ist eine große Stadt. Ich glaube, das ist absolut okay, das machen wir automatisch. Mein Chat sagt gerade auch, die haben bei Sigi nur Schminkspiegel. You see? Effektive Schminkspiegel. Man nutzt die halt auch als Schild. So, das ist ja nicht schlimm. So, Leute, hier, glorreicher Moment. Wir haben eine Stadt besetzt. Als Chaoskrieger. Ganz was Neues. Und können jetzt hier in dieser Festung der Verdammten ganz normal Gebäude bauen. Und so. Und das ist ja absolut großartig. Und die Chaoskrieger übrigens ist auch noch sehr interessant. Wie die jetzt funktionieren, ist, dass du Einheiten rekrutierst, die abhängig sind von der Region, in der du bist. Also zum Beispiel in, du kannst das natürlich mit Gebäuden auch nochmal befeuern, aber in Gebirgen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du zum Beispiel einen Manticore rekrutieren kannst, weil die halt im Gebirge leben und so Zeugs. Mm. Das ist halt total absurd. Also auf jeden Fall holen wir uns natürlich die Spiegelgarde hier, die will ich. Allein schon, um Pia zu zeigen, wie toll und glorreich sie sind, natürlich. Mein Chat schreibt gerade, stellt euch vor, ihr seht nach der Schlacht auf dem Insta-Post einfach nicht gut aus. Die haben mega kritisch. Wow. Ja, und dann können wir jetzt hier, können wir Gebäude bauen. Die Stadt ist noch nicht auf Stufe 2, das heißt, gerade können wir noch irgendwie gar nichts Geiles dahin bauen. Außer halt, wir haben schon einen Hafen, der. Aber ich muss halt trotzdem dieses blöde Chaos-Barbaren-Gebäude bauen, ne, obwohl es schäbig ist. Wir können das ja später durch was Besseres ersetzen, Leute. Oder mache ich halt einfach 400 Gold pro Runde mit diesen Überfalltrophäen, was ziemlich krass ist. Die haben halt, muss man sagen, die haben ziemlich krasse Gebäude, weil sie nur in diesen Hauptsiedlungen bauen können. In den kleinen bauen sie nichts. Dafür habe ich jetzt halt hier ein Wirtschaftsgebäude, das 400 Gold pro Runde macht. Alter. Und wir haben schon einen Hafen für Wachstum. Was machst du mit den kleineren Städten? Ich glaube, da kriegst du Handelsressourcen, die dir dann fraktionsweite Boni geben. Hm. Deswegen. Hallo Freistagskitter. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich anfangen mit den Barbaren, weil sonst können wir unsere Armee ja gar nicht aufstocken. Erstmal. Und wir wollen ja auf jeden Fall. Wir tun das später durch was Besseres ersetzen, Leute. Eindeutig.
Diese Barbaren, die sind. Mir ist gerade aufgefallen, dass eine Stadt mehr hier hingebaut wurde. Oh. Mondsplitter, Graufelskap, Eisenstachel und Sildrastor kennen wir doch. Aber der steinerne Wald ist neu, oder bin ich komplett bescheuert? Da war doch nie eine Stadt dazwischen, oder? Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich hab Morati selber nie gespielt, deswegen. Also, ich bilde mir ein, dass der Titanengipfel aus 3 Städten bestand. Und jetzt sind es 4. Was ich cool finde. Cool. So, ich habe jetzt hier noch diese Gaben des Chaos, wo ich Hallo Narato Gaming. Welche einsortieren kann. Die kosten Seelen, die ich durch Gemetzel verdienen muss. Und da kann ich zum Beispiel jetzt bestimmte Einheiten freischalten. Und ich erhöhe mir die Gunst des Slaanesh und schalte bessere Gaben frei, je mehr Seelen ich ihm opfere. Das heißt, das hier kann ich zum Beispiel noch nicht machen. Aber ich kann jetzt entweder Dämonetten oder Jagdstreit wägen. Ich glaube, Jagdstreit wägen ist eigentlich cooler. Oder halt, ich weiß nicht, was aus dem Jenseits herbeigerufen. Okay, also ich mache das jetzt nicht absichtlich, Maurice. Aber mein Chat erzählt gerade, Sigwald ist in der Lore so eitel, dass er sich auch in der Schlacht im Spiegel sehen will. Und deswegen hat er eine Leibgarde mit Spiegelschildern. Ich finde das absolut legitim. Ich finde es ja auch legitim. Aber du tust so, als würden meine schnippischen Kommentare aus der Luft gegriffen sein. Dabei sind die nicht mal schnippisch, sondern einfach nur wahr. Okay. Gut. Dann ist das jetzt so. Dankeschön, Chat, für die Unterstützung. Wir tun einfach so, als hätte ich das gewusst und hätte nicht einfach nur versucht zu provozieren. Ist eine Dreistigkeit. So. Jetzt, was geben wir Sigwald auf? Ich glaube, am Anfang ist eigentlich immer diese 3 Startsachen sind eigentlich immer gut am Anfang. Rookie Queen. All is possible. Morati hat auch viel mehr Fähigkeiten dazu bekommen. Die ja, sie haben auch. Sie haben ja auch viel dicker als vorher. Sie haben viel überarbeitet, auch was sowas angeht, ja. Aber ich bin über eine Sache empört. Ich bin über ein paar Sachen empört, aber über eine Sache bin ich noch sehr empört. Wie es aussieht. Okay. Kann ich als Reittier nur ein Flugpferd haben und ich glaube keinen schwarzen Drachen. Oh. Und das finde ich schade. Ich glaube, das war bei ihr schon immer so, dass sie maximal auf einer schwarzen Manticore reiten konnte. Also ich glaube, die hatte dieses Pferd oder die schwarze Manticore, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ich sehe gerade gar keinen Flugmount. Das ist schade. Sigwald hat tatsächlich auch gar keins. Weil er zu eitel ist vielleicht, weil er sich denkt, kein Ross oder kein Wesen allgemein könnte seiner Schönheit angemessen sein. Aber es war schon immer geil mit Malekith oder Ah, auch sie hatte Manfred. Schon immer nur den Pegasus. Okay, dann ist das mein Fehler, sorry. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich falsch in Erinnerung. So, ich wäre durch. Dann. Ach, und ich habe jetzt auch einen Vasallen. Einfach, weil ich diese Siedlung erobert habe. Ich habe jetzt, also in der Splitterbastion. Ach, das ist jetzt by default mein Vasall, weil ich diese Hauptstadt erobert habe. Das ist ja interessant. Okay, gibt einiges zu lernen hier. Hallo Zentrum. Lass dir Zeit, alles gut. Ist eine neue bearbeitete Fraktion. Es rennt nicht weg. Also hier vielleicht auch als Empfehlung von meinem Stream-Chat.
Macht gerne den Squad-Stream auf. Dann habt ihr beide Bildschirme offen. Und dann mutet ihr den Sound bei einem von beiden Streams, weil ihr sonst hört uns eh beide, kirre genau. werdet so. Und dann könnt ihr einfach ganz entspannt, während Maurice da Dinge erzählt, auch einfach mitgucken. Weil er spielt eine neue, überarbeitete Fraktion. Das heißt, es ist sehr interessant, damit anzuschauen, was wie wo gemacht wurde. Und da wird es am Anfang ein bisschen mehr zum Gucken geben als bei mir. Weil wir haben zwar auch Überarbeitungen, aber nichts, was man jetzt in den ersten paar Runden so krass direkt sehen würde. Und ja, wir bekommen beide View-Accounts im Squad-Stream. Yes, yes. In der Tat. Gefragt wird im Chat gerade. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Was sind denn da für Einheiten drinnen? Schwertinfanterie, Düsterschwerter, Schreckenspeere, Dunkeldornen. Aber die Belagerungsfights sind schon hui. Lass uns vielleicht noch eine Sache nochmal rekrutieren. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, um uns zu heilen. Und dann gehen wir da rein. Dein Sklavensystem mit den Dunkelelfen wurde auch überarbeitet. Ja, das, da blicke ich ja noch nicht komplett durch. Also momentan ist es halt so, dass ich halt Sklaven in der Schlacht nach wie vor ein. Also das ist so wie davor auch schon. Auch, dass die quasi in der Wirtschaft, also dass sie halt für die Wirtschaft wichtig ist, was sie Einkommen und so weiter einbringen. Das funktioniert alles immer noch gleich. Wir haben auch immer noch diese Rituen, aber es sind, glaube ich, ein bisschen andere Rituen jetzt. Also ich kann Opfer für Matlan, für Herkati, für Kain und für Artari machen. Da kommt nach wie vor auch die schwarze Arche durch den Ritus. Ich habe jetzt noch nichts irgendwie großartig Überarbeitetes gesehen bei den Sklaven, aber ich habe auch schon ein bisschen länger nicht mehr Dunkelelfen gesehen. Also kann sein, dass ich auch ein bisschen länger brauche, bis mir die Unterschiede auffallen, weil verpeilt ist fuck. So, der nächste Feind sind hier auf jeden Fall die Wächter des Todwalds, weil die haben die nächste dunkle Festung, die wir wollen. Und ich kriege jetzt auch, man sieht es hier, geschenkte Einheiten. Also ich kann Dämoneneinheiten geschenkt bekommen und kann auch, das geht ganz hoch, bis zum Blutdämon. Also oder in dem Fall natürlich hier dem Hüter der Geheimnisse. Du brauchst aber Chaosgaben dafür und kannst dann die coolsten Dämonen, die du haben willst, alle rekrutieren darüber. Aber begrenzt. Das heißt, die Chaoskrieger haben jetzt auch Dämonen, aber nicht so in großem Ausmaß. Und das ist, ich finde das ja genauso cool. Ich finde ja, die coolsten Chaos-Armeen sind die, wo du Horden von klischeehaften Edgelords in schwarzer Rüstung hast. Und ganz viel Spaß hier weiter. Und dazwischen halt ein paar fette Dämonen, die so die Extra-Würze geben. Wohingegen so eine Zinch-Armee nur aus rosa Blobs, die fand ich gar nicht so geil. Aber das hier ist, wie es sich geziemt. Das ist, wie Chaos sein muss. Ich frag mich ja, ob der gute alte Zinch das gut findet, dass du seine rosa Blobs die ganze Zeit so schlecht redest. Hast du ihm das schon mal ins Gesicht gesagt? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich glaube nämlich auch, dass das keine gute Idee ist. Ich glaube, da warten wir noch mit. Bis du ein bisschen stärker bist? Na gut. Ja, ja. Das ist, glaube ich, gerade jetzt erstmal noch. Rosa war doch Slanish. Lass mal erstmal noch. Slanish hat halt, also Slanish hat, finde ich, Slanish hat halt schwächere Einheiten als Zinch. Die waren ja ein bisschen underpowered quasi am Anfang. Ich weiß nicht, wie viel sie da jetzt schon nachgepatcht haben. Aber die Einheiten, ja, die waren rosa, viel rosa, aber die sahen, finde ich, sehr cool aus. Weil die halt so ein, ja, die haben ein geiles Design. So wie auch die Korn-Einheiten und die Nurgle-Einheiten einfach ein geiles Design haben. Und Zinch ist halt ultra stark, aber Zinch hat so eine Palette aus rosa bis lila Blobs, die durch die Gegend springen oder fliegen und die alle ranged sind und die hauen dir so hart auf die Fresse, aber es sind halt einfach Blobs so. Und im Verhältnis zu den anderen Dämonen, von denen, also zu Korn und Slanish und Nurgle, sehen die Zinch-Dämonen echt harmlos aus. Ich finde, das ist das, was es am meisten ausmacht. Also gar nicht, dass es jetzt Blobs sind, sondern teilweise sehen die Einheiten, finde ich, ein bisschen so aus wie aus Monster AG.
Stimmt, ja, stimmt. Und das ist halt, also da würde ich ein bisschen, ich meine, es ist auch schwer, aber ich würde da vielleicht noch ein bisschen nachjustieren, weil die Einheiten von den anderen Dämonen sehen halt mega geil aus. So alle in ihrem Stil, so. Das stimmt. Ich finde, was ich wiederum cool finde, ist so, ich finde den obersten Dämon dann geil, diesen fetten Vogeldämon. Der ist cool. Und ich finde die ziemlich Ritter auch auf ihren Höllendisks und so. Da sind schon coole Einheiten dabei, aber dass deine Standarddämonen, also wenn du es mal mit Korn vergleichst, ne, wo die Blutdürste halt so richtig cool aussehen und dann hast du halt diese. Das Geile ist ja, die ziemlich Einheiten, die sind ja unglaublich stark. Die sind ja lächerlich stark. Selbst diese niedersten Horrors, ja, wenn die mal ihre Feuersalven abschießen, da hast du wenig Spaß dran. Aber. Ja, so, jetzt werden wir hier mal... Oh, ich habe einen taktischen Fehler gemacht, Maurice. Oh no! Ich war zu passiv. Ich hab mir nicht zugetraut, den Ständern einen Wald einnehmen zu können. Und jetzt haben die mehr Einheiten, klammern sie mehr Einheiten, die pumpen jetzt hoch. Ich hätte einfach angreifen sollen, das war nicht so klug. So, ich habe jetzt irgendwo, habt ihr gesagt, habe ich einen Reiter für die Sklaven. Wo habe ich einen Reiter für die Sklaveneinheiten? Also, mir wurde gerade schon gesagt, dass man irgendwie Erlasse... Ah, da unten, Sklavenbefehle. Kämpfe auf Leben und Tod. Sklaven kosten 200. Lasst sie denken, dass sie sich für ihre Freiheit vor den Massen gegenseitig umbringen müssen, nur um die Sieger am Ende im Geheimen hinzurichten. Wow! Das gibt mir Kontrolle plus 20. Offene Märkte. Sklaventreiber aus aller Herren Länder sind eingeladen, den Bestand eurer Sklavenstelle zu inspizieren. Das wird ja immer schlimmer, Pia. Du Monster. Oder Sklavenansporn. Arbeitet aller Leibeigenen zu Tode und quetscht jedes bisschen Kraft aus ihrer armseligen Existenz. Geil. Ja, lass das mal machen. Für Wachstum. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich den hier angreifen sollte. Danke für den Tipp, Leute. Ich hätte das übersehen, tatsächlich. Sehr schön. Wenn ich jetzt hier rüber schippere, dann brauche ich auch ewig. Der ist halt hier gerade nicht in seiner Hauptstadt. Und wenn ich die Hauptstadt hole, wird er mein Vasall. Und er ist halt hier drüben. Aber er könnte doch rübergehen. Das sind immer seine Arbeitsrichtlinien. Wow. Frech. Ach, ich war muted gerade, ne? Sorry. Ja, in der Tat, Pia. In der Tat. Ich habe das im Chat vorgelesen, aber ich fand den Witz sehr spicy und sehr gelungen. Also... Ey, ich hab so Bock, ne? Heute Total War, morgen Total War, Freitag Total War. Es geht richtig ab hier. Moving. So, wir gehen jetzt mal hier hin und erobern die da. Da ist ja auch noch eine weitere Stadt. So. Und Sigwald kann auch noch mal... Ihr habt gesagt, hier gibt's auch noch was Neues, das Goldeinkommen. Welches Gold-Ding? Der hat doch recht starke Skilltree-Buffs. Der hat hier Nahkampfangriff für alle nicht-dämonischen Infanterieeinheiten. Handwerk-Distrikt bei uns, also Haus des Bildhauers, das ist quasi die Industrie, die Gold macht. Die sagt jetzt auch, wenn die Gesamtzahl von Sklaven zu Beginn einer Runde 50 übersteigt, dann kostet mich das 10 Sklaven pro Runde und dafür bekomme ich ein generiertes Sklaveneinkommen von 100 plus 16%, ergo 116 zusätzlich drauf. Das heißt, die Sklaven machen jetzt wirklich ordentlich Kohle. Crazy. Das ist extrem cool. Genau, da sind die Sklavenbefehle, die sind auch genau neu, das hatten wir ausprobiert gehabt. Dann wird gerade die offenen Märkte aktiviert. Das ist schon sehr, sehr geil. Ich erkenne gewisse Parallelen zwischen Cult of Lamp und diesem Spiel.
Scheint so, als wäre das Opfern von Leuten und das zu Tode arbeiten lassen von Sklaven ganz Pias Ding. Ja, und ich meine, ich habe ja auch hier so einen Kult im Grunde. Wir haben zwei unterschiedliche Kulte jetzt gerade. Für den gleichen Gott aber eigentlich auch irgendwo. Es ist alles religiös-theologisch gesehen ziemlich interessant, was wir hier treiben. Interessant ist eine schöne Betitelung dafür, ja. Ja. Ich finde es halt so lustig, dass ich halt einfach so politische Formate mache, über gesellschaftliche Grundsatzdiskussionen zu reden und da einfach versuche, meinen moralischen Kompass mega hochzuhalten. Und dann spiele ich halt nur solche Spiele. Sei es jetzt Crusader Kings 3, Total War, Cult of Lambs, meine Steam-Bibliothek. Wenn wir mal zurückrudern und wir reden darüber, wie in Deutschland darüber gesprochen wurde, dass Spiele Jugendliche verderben. Und dann schaut man sich so meine Spielbibliothek auf Steam an. Ja, was hast du dazu zu sagen, Pia? Ich weiß es nicht. Was sagt das über mich aus? Das ist die Frage. Eine Menge wahrscheinlich. Mein Chat sagt, jeder braucht ein Ventil. Ich habe das Gefühl, desto länger ich warte, desto schwerer komme ich hier durch. Aber der Zug ist jetzt eh abgefahren. Die Frage ist, kriege ich sie da rausprovoziert? Ich meine, ich bin ja stärker als deren Einheiten so. Das heißt, ich gehe jetzt auf Plündern und wir gehen jetzt einfach Richtung Eisenstachel. Und wenn die keinen Bock drauf hat, dass ich Eisenstachel angreife, dann muss die da jetzt rauskommen und mich angreifen. Und sonst greife ich Eisenstachel an. Blöd für dich. Auch im gegnerischen Gebiet hier Sachen rekrutieren, weil das in seinem Gebiet halt ist. Hier ist eine 12% Chance, dass ein Chaos-Troll erscheint, den ich rekrutieren kann. Obwohl ich das Gebäude dafür gar nicht habe. Ich so einfach, weil ich in einem Gebiet bin, wo der erscheinen könnte. Das ist so eine faszinierende Pierre spielt lauter Spiele mit Mechanik, Kulten und Sklaverei und Maurice hat dem letzten noch Max Gentleman Sexy Business gespielt im Stream. Ich sehe bei ihm da genauso ein Muster. Mal bessere Chaos-Krieger. Maurice, Rang 7 sein. Es kommt dir nicht so, bekommt dir nicht so gut, dass so viele Teile meiner Community auch deinen Stream schauen. Ja, das sind alles Halunken, ja. Ich lese gerade in meinem Stream. Pia spielt lauter Spiele mit Kulten und Sklaverei. Und Maurice hat dem letzten noch Max Gentleman Sexy Business gespielt im Stream. Ich sehe bei ihm da genauso ein Muster. Ja. Ja, möglicherweise habe ich neulich eine viktorianische Dating-Simulation gespielt, wo es darum geht, das Familiengeschäft wieder aufzubauen und meine Geschäftspartner zu verführen. Möglicherweise war meine beste Freundin Mary schuld an dieser Idee. Möglicherweise. Ja, natürlich. Oder deine beste Freundin. Natürlich. Ja. Chat sagt alles Research, alles gut. Ja, absolut. Also das ist ja ganz, ganz normal quasi. Ja, möglicherweise war das dann auch nämlich der Stream, der, wo ich mich verleiten ließ zum Subgoal das nächste Mal, weil ich war im Anzug, Mary im Ballkleid. Und es kam die Frage, wie viele Subs, Maurice, das nächstes Mal vertauscht ist, kleidungstechnisch. Und dann habe ich eine Zahl genannt. Dann habe ich eine Zahl genannt, von der ich dachte, sie wäre sehr unrealistisch. Ich dachte, alberne Frage, alberne Antwort. Ich habe viel gelernt an dem Tag über Twitch. und ja. Hier sind wir nun. Hier sind wir nun. Ich find's großartig. What could possibly go wrong? Gar nichts. Wird alles super laufen. Ach, guck mal, im Norden von mir ist jetzt auch eine neue Fraktion tatsächlich, sehe ich gerade. Das sind auch nicht mehr die Hochelfen da. Das ist so ein grünes Banner.
trostlose Feste, Dunkelelfer, Wald von Arnhelm und so weiter. Da ist so eine grüne Fraktion, die kenne ich noch gar nicht. Ist die neu? Muss selber mal hinschauen. Das sind doch nicht alles Dunkelelfen. Die waren da schon. Dann hatte ich nie genug Zeit, die zu sehen, weil der Hochelf immer so schnell da war, dass die einfach instant weg waren. Das ist auch eine Option. Aber du hast auch Norskar zum Beispiel, ne? Beim Graufels Cup. Da noch ein bisschen Norskar dabei. So, Leute, wir werden jetzt hier erobern gehen. Hä, wo ist der? Wo ist der denn hingegangen mit seinen Einheiten? Ist der da jetzt einfach aus der Stadt raus? Ja, dann fällt die Stadt jetzt. Dann. Wir müssen das halt leider spielen, weil okay. Ich sonst eine meiner Hexenkriegerinnen verliere. Das wollen wir natürlich nicht. Aber ne, why? Guckt ihr das? Alter, haben sie das immer noch nicht gefixt? Nö. Guckt euch diese beiden Armeen an, entscheidender Sieg und trotzdem würde eine Truppe weggeballert werden, weil sie ein bisschen angeschlagen ist. Und das Spiel dir auch so eine Blödheit unterstellt, dass es davon ausgeht, Pia würde die wahrscheinlich als Erste in den Turmgeschosshagel jagen. Ja. Lasst uns das so behandeln, bitte. Das hatte ich echt gedacht, dass sie das gefixt hätten inzwischen. Gebe ich zu, hatte ich mir erhofft. Hatte ich auch erhofft, tatsächlich. Alif Anna sollte dabei sein, aber dadurch, dass die Karte ja mittlerweile größer ist und neue Fraktionen reingepumpt wurden und es hier und da und dort ein paar neue Städte gibt, verhält sich die KI ein bisschen anders. Sie haben es halt immer noch so, dass auch die Schlachtschwierigkeit den Auto-Resolve unfairer macht. Ja genau, das ist ja das, was Maurice und mich nervt. Die gerade eine lange Total War 3-Kampagne gespielt haben und zum Schluss einfach keinen Bock mehr hatten, jegliche entscheidende Schlacht spielen zu müssen. Aber Auto-Resolven macht's ja, also es macht's ja nicht schwerer. Wenn da steht, entscheidender Sieg und du eh so viel stärker bist, wird die Spielerfahrung ja nicht schwieriger, nur weil sie dich dann zwingen, das zu spielen. Es wird ab einem Zeitpunkt einfach nur anstrengend. So genau, wie also, jetzt. Ich meine, guckt euch oben das Stärkeverhältnis an, so. Ja, ich meine, diese Schlacht, da können wir müssen jetzt hier nicht mal irgendwie spielen. Wir können die Armee einfach frontal reinjagen wahrscheinlich und keine Verluste haben und gewinnen. Und ich sage übrigens absolut nichts dagegen, auch Pia ja nicht, dass man knappe Gefechte bei höherem Schwierigkeitsgrad noch mehr manuell ausfechten muss. Was ist der Sinn von einem höheren Schlachtschwierigkeitsgrad, finde ich? Aber halt Gefechte, die überhaupt nicht knapp sind, manuell fechten, um sinnlose Verluste zu verhindern, das ist halt einfach bescheuert. Und das ist das, was wir so ein bisschen kritisieren. Das ist vor allem auch einfach frustrierend, weil solche Runden, so die ersten 30 dieser Kämpfe macht man ja, aber so eine Mortal Empires Kampagne kann ja gut mal sehr lange dauern. An sowas spielst du ja teilweise wirklich über wirklich viele, 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 viele Abende. Und wenn du dann die 50. solche Schlacht führen musst, dann macht's für mich tatsächlich den Spielspaß eher kaputt, weil ich mag ja die Schwierigkeit, aber das ist ja keine Schwierigkeit. Das nervt einfach nur. Richtig. Aber jetzt walzt man die halt schnell weg, ne? Die haben ja keine Chance. Auf geht's. Blut für Slaanesh! Gehst du unten rein? Ja. Okay. Ich finde aber Dunkelelfen sind auch schon so cool, ey. Ich auch ein großer Fan von dieser Fraktion. Ja, es gibt Mods, die das besser machen. Das ist auch super. Ich bin immer noch der Meinung, dass Mods nicht die Game Design Fehler von Spielemachern korrigieren sollen müssten. Ja, finde ich Mods auch. Also Mods sind dafür da, Inhalte hinzuzufügen und so, genau. Aber nicht um. Ja. Alter. Wie wir die fucking Bögen, also wie meine Bögen einfach alles melden. Du meinst deine Armbrüste? Meine Armbrüste. Es tut mir so leid. Es sind halt. Geschossinfanterie. Sind das alles Armbrüste?
Das sind Armbrüste. Das sind auch Armbrüste, ne? Das sind alles Armbrüste. Ich habe wirklich keine einzige. Ich glaube, die haben gar keine Bogeneinheit, ja. Ich wollte gerade sagen, kann ich mich auf irgendeine Einheit rausreden, aber ich habe wirklich keine einzige Bogeneinheit mit. Das ist halt. Alter, die sind noch nicht mal da und sind schon fast alle tot. Gott, ich liebe diese Einheiten so sehr. Seht es euch an. Ach, seht euch diese wundervollen. Ah, Dunkelelfen haben so gute Einheiten. Es macht mich so glücklich alles. So, jetzt wo wir ja eh schon mega krass am Gewinnen sind. Aber sie lassen sich nicht abbringen, schaut. Sie stürmen an gegen dich. Sie verteidigen ihre Stadt mit ihrem Leben. Maurice, diese Helden. Halt mal ganz kurz inne und genieße, wie wunderschön diese Karte eigentlich ist. Stimmt. Ich meine, das ist die erste Dunkelelfenstadt, die wir gerade sehen. Stimmt, du hast recht. Und wir können das da einfach. Ja, ja. Da hinten hängt so eine riesige Statue. Alter! Es sieht mega geil aus. Also das muss ich echt sagen, das finde ich immer noch. Die Belagerungsschlachten hatten immer noch so ihre Gameplay-Probleme, will ich gar nicht wegreden, aber wie geil sie die Städte auch in Warhammer 3 schon optisch gemacht haben. Ups. So gut. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr kämpfen sollen. Ich habe Morati gerade fast getötet, weil ich damit beschäftigt war, statt zu kämpfen, mir die Stadt anzuschauen. Ups. Hoppala! Ich glaube, die hier. Ja, die hier, das ist hier so ein ewiger Stalemate. Zwei Phalanxen von Speerträgern stehen sich gegenüber. Amoria schreibt, Dunkelelfen, die ihre Städte nicht unterirdisch bauen, sind mir suspekt. Oh, da hat jemand ganz hohe Standards. So, der Turm muss weg. Den Turm finden wir nämlich ziemlich, ziemlich kacke. Krass, dass die immer noch nicht gebrochen sind. Ja, ich bin auch gerade überrascht. Ich glaube, dass hier so ein bisschen diese Speerträger halten sich relativ lange, weil die einander nicht so viel Schaden machen. Ja, das ändern wir jetzt. Ich habe meiner Morati so viel Leben aus Versehen gezogen. Ich habe mir diese Statue viel zu lange angeguckt. Aber ich finde, ich habe ehrlich gesagt kein schlechtes Gewissen. Also. Nee, ich verstehe das. Ich will nochmal anmerken zu deiner eigenen Verteidigung. Es ist, finde ich, auch ein bisschen ein Spielfehler, dass ja die Armbrustschützen hier trotzdem einen Bogen im Banner haben. Also, das kann man, finde ich, jetzt auch nicht nur dir anlasten, dass da die Entwickler auch geschlampt haben, offensichtlich. Ich finde das sehr gut, dass mir hier die Verantwortung abgenommen wird dafür. Ja, total. Das finde ich toll. Ich mach dir da mal von hinten so ein paar Waffs rein, ne? Ein bisschen Auchi-Auchi, bisschen Bum-Bum, bisschen Bogenschützen. Also, warte mal, nee, halt, Armbrustschützen. Bevor ich gleich wieder hier Hass kassiere. Ja. Aber die werden ja, gleich jetzt brechen. Jetzt rennen sie auch weg. Da wird gleich nichts mehr übrig bleiben zum Rennen. So, was mich aber daran erinnert, dass wir da oben auch einfach immer noch Einheiten haben von dir, die auch potenziell Hilfe brauchen könnten. So, die sollen auf die weiterschießen. Die sollen auf die Fliehenden schießen. Ach, ich könnte auch noch so rum hier gehen. Ja, da oben steht so eine Schreckenspeer-Infanterieeinheit. Die steht da irgendwie so ein bisschen einsam, allein im Wald. Ja, die haben wir gleich alle. Ja, das ist völlig egal. Also, das, die Einheit ist eh nichts wert. Aber mir ist die auch ein bisschen später aufgefallen. Sonst hätte ich da ein bisschen früher Hilfe hingeschickt. Aber mir ist gar nicht aufgefallen, dass die. Aber wir schicken da jetzt Bogen, ja. Jetzt haben wir die gebrochen. Jawohl. Mir war halt nur wichtig, dass meine meine Hexen Dingsterbumster, dass die halt nicht sterben, weil die kann ich halt noch nicht bauen. Genau, richtig. Es ist so ein bisschen das eine von diesen sehr ungepanzerten Einheiten, die das Auto-Resolve dir immer gerne als erstes wegzockt.
Und oft sind das eigentlich die minderwertigen Einheiten. Davor habe ich so einen Trupp Chaos-Barbaren verloren, habe ich gesagt, ja komm, pfeif drauf, das müssen wir jetzt nicht deswegen kämpfen. Aber hier ist, kommt halt zusammen, dass es eine schwach gepanzerte, aber eigentlich hochwertige Einheit ist. Dankeschön, Laura, für die zwei Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Deswegen mussten wir hier heldenhaft kämpfen, um sie zu retten und schwach zu erhalten. Schwach gepanzert, nackt ist eher die Formulierung. Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber du hast natürlich recht. So, erstmal ausrauben, dann einnehmen. The Classic. So wie man es macht. So, dann. So, wir können jetzt auch bald unsere Festung hier upgraden. Wenn Sigvald jetzt hier mal noch ein bisschen sich das hier knappt. Ein entscheidender Sieg. Ohne Verluste, das ist doch, wie wir es wollen. Die Wächter des Todwalds werden weiter tot geprügelt. Ja, das Leben ist manchmal hart. Der BH macht ja bestimmt plus 10 Armor oder so. Naja, diese BH-Armor bei weiblichen Charakteren in Spielen skaliert mit sexy. Desto mehr sexy, desto mehr Armor hat also mehr Armorwert hat weniger Armor. Das ist das sexy Armor-Scaling. Ja. Ach, das ist ja cool. Ich kriege übrigens auch als, ich weiß gar nicht, ob das immer schon so war, aber ich kriege tatsächlich auch als Chaoskrieger jetzt Erlasse, als würde ich die ganze Provinz kontrollieren, selbst wenn Teile davon meinem Vasallen gehören. Weil das wohl durchaus darauf ausgelegt ist, dass du diese kleinen Siedlungen deinen Vasallen gibst und du kontrollierst die großen Festungen. Das klingt nach etwas, was dir gefallen würde. Ja, und hier sieht man jetzt mal, dass so eine Chaoswerft, die bringt relativ, es war schon immer so, okay, das wusste ich nicht, aber die Vasallenmechanik scheint schon ein bisschen anders zu sein, weil hier habe ich jetzt nur ein Gebäude in dieser kleinen Siedlung, das mir so ein bisschen Wachstum, ein bisschen Verlusteverstärkungsrate gibt, aber eigentlich ist das etwas, was ich meinen Vasallen geben sollte, während ich eigentlich selber nur diese großen Festungen mir hole. Kann ich ihm jetzt das hier irgendwo geben? Noch. Wo ist denn Clan Gritus? Ach, die sind wahrscheinlich da direkt dran, ne? Ja, Diplomatie kann ich ihm schenken, das stimmt, geil. Ja. Haben wir direkt einen kleinen Handelspartner hier gefunden. Das finden wir eigentlich ganz gut. Nee, mit denen will ich keinen Frieden haben. Mit denen will ich keinen Frieden haben. Du kämpfst halt gegen Charond, oder? Ich kämpfe gerade gegen Wächter des Todwalds. Du wirst gegen Charond sicher keine Hilfe brauchen, oder? Das ist, ich weiß gar nicht, was Charond ist. Oh, Verleider des Landes, mit denen kann ich handeln. Ich versuche gerade nur so Handelsbeziehungen aufzubauen. Jawohl. Deswegen, das sind gerade so meine Aufträge, ein bisschen Geld zu machen. Weil ich das immer so ein bisschen übersehen hatte in der Vergangenheit. Das stimmt, ja. Und können wir eigentlich schon handeln? Weiß ich nicht. Können wir auch. Und wegen den Föderation, also weil ich will die ja föderieren potenziell. Deswegen, dann spare ich mir so ein bisschen die Kämpfe an manchen Stellen. Trostlose Festen, zum Beispiel mit denen. Mit denen könnte ich einen Nicht-Angriffspakt starten. Mit denen würde ich zumindest einen Nicht-Angriffspakt schon mal schaffen. Dann hätte ich erstmal gegen die keine Front, um die ich mich kümmern muss. Und dann könnte ich mich nach unten drehen, könnte mir diese drei Sachen holen und gegen die Skeggis vorgehen. Und dann kümmere ich mich darum, dass ich die einfach konföderiere. Dann kann ich mich mehr auf die Hochelfen konzentrieren, weil die werden wahrscheinlich ein größeres Problem werden für mich. Oh, jetzt kann ich diese Siedlung für 3000 dem Typen geben. Das ist ja geil. Alftor, Mammutreiter. Ach, wir können auch handeln. Perfekt. Noch ein bisschen mehr Geld. Ich könnte halt...
Ich könnte halt auch super gut mit quasi mit Klar Karond könnte ich auch ein mega gutes Trading-Ding machen. Ich will halt keinen Nicht-Angriffspakt, ich will nur handeln. Das nimmt er mir aber nicht an, ohne Nicht-Angriffspakt. Ja, aber ich krieg Geld. Ach, und ich sollte Angebot ausgleichen drücken. Das sollte ich niemals vergessen. Vergiss das niemals. Das habe ich gerade ein paar Mal vergessen. Ich habe gerade 3000 Gold gescheffelt damit. Ja, ich hatte leider zu langsam geguckt. Speak quickly and you may escape with your life. Ja, gegen Wächter des Todwalds brauchst du auch keine Hilfe, ne? Nee, ich glaube nicht. Ja, weil dann lasse ich mich von denen bezahlen dafür, dass ich mich nicht einmische. War hier und da überall so ein bisschen das Abusen und Geld rausziehen, weil... Harmlos hier. Ach, guck mal, und ich habe ja... Ah, ich habe jetzt noch quasi Cooldown, damit ich andere Sachen machen kann. Weil ich habe ja jetzt gerade die offenen Märkte. Das pusht mein Wachstum. Und als nächstes könnte ich meine... Was war das? Genau, wir haben offenen Märkte. Und als nächstes könnte ich... Ach, ich hatte das falsch angeklickt. Ja, wird alles passen. So. Bin bereit. Jawohl. Wir spielen schon Immortal Empire, ja. Weil da gerade gefragt wird, wir dürfen schon vorab reinschauen, wir dürfen euch aber leider noch nicht die DLC-Fraktionen zeigen. Die dürfen wir euch ab Freitag zeigen. Dankeschön, Eschi, für die 4 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Du musst auf jeden Fall mit Malekith ein Bündnis eingehen und deinen Sohn nach Hause holen, oder? Malekith hat uns ja letztes Mal viel Stress gemacht, ne? Der. Das ist eine schwierige Mutter-Sohn-Beziehung. Schwierige Mutter-Tochter. Ja, ja, richtig, richtig. Hallo, sorry, Avatar, hallo Morgen. Die kommen jetzt hier angeeiert. Nee, also ich will jetzt hier, ich habe jetzt hier meinen mächtigen Vasallen, Halftor, Mammutreiter und Orgrim Gunnarsson. Ich hoffe, dass die hier dem Gegner gut Stress machen, damit sie. Ja, da geht er los. Genau. Wenn der sich erstmal verheizen würde. Das ist geil, der geht da erstmal rein. Das ist ja perfekt. Wird ja nur, wenn er jetzt auch gewinnt. Ich will nicht, dass er diese Stadt bekommt. Das wäre nicht gut. Fäulnis des Nörgel. Eine furchtbare Krankheit ohne Zweifel von Väterchen Nörgel oder einem seiner abscheulichen Anhänger hervorgebracht, greift unter der Bevölkerung um sich. Es bleibt nur zu hoffen, dass dies eine seiner weniger erfolgreichen Erfindungen ist. In Quintex. Ah. Was eine Scheiße. Wir brauchen den Wachstum halt total dringend eigentlich gerade. Papa Nörgel will nur das Beste für seine Kids. Ja, safe, aber wir sind nicht seine Kids. Das stimmt, wir sind Kinder des Slaanesh heute. Deswegen bringt uns das nicht. Ich hoffe jetzt, dass Halftor Mammutreiter hier jetzt einfach reinrennt und die so dezimiert, dass ich dann ihnen den Rest geben kann. Dann haben wir eine zweite, glorreiche, dunkle Festung. Wir haben auch eine ganz gute Armee inzwischen eigentlich. Wir haben hier so ein paar dämonische Streitwägen und so. Finde ich ganz geil. Aber seine Armee ist auch nicht schwach. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die Wächter des Todwalds, die haben hier...
Wenn die jetzt da, die rennen da doch jetzt rein, das wäre so gut. Und der ist auch nicht stark genug, der wird einfach sich verheizen und Schaden machen. Yes, und dann gehen wir opportunistisch schäbig rein und geben ihm den Rest. Flattery. Das ist, wie es sein sollte. Kann ich? Ich bin verwirrt. Müsste ich nicht eigentlich in der Lage sein, you dare. Bei dir in die Hauptstadt ein Gebäude zu bauen? Nee, weil mein Vasall macht das gerade schon. Ich glaube, es geht nur eins pro Stadt. Alter, ist das dein Ernst? Ja. Du ziehst deinen Vasallen mir vor. Der hat es einfach gemacht. Ich kann das ja nicht ihm verbieten. Was ist das für ein Vasall, wenn du ihm Dinge nicht verbieten kannst? Das ist eine sehr gute Frage, Pia. Aber ich erober jetzt ja gleich eine zweite Stadt. Und dann, ich kann den Außenposten wieder abbauen. Ich kann den Außenposten entfernen von meinen Leuten. Okay, das wäre natürlich gut zu wissen. Ich bin Morati. Und du möchtest mich in die zweite Stadt packen. Das ist richtig. Da sollte doch lieber Halftor Mammutreiter in die zweite Stadt, da gebe ich dir recht. Jetzt gibt die mir 1600 Gold, damit ich aufhöre, mit gegen sie Krieg zu führen. Süß. Was tust du, Halftor Mammutreiter? Bist du etwa kein wahrer Mann des Chaos, dass er hier sich in seiner Stadt einfach versteckt vor den Elfen? Das ist ja... Nee, ich kann den nicht abreißen, den Außenposten. Ist nicht schlimm. Ich werde es dir verzeihen. Das heißt, ich bin gerade etwas enttäuscht. So, die Frage ist, kriegen wir diese... Das wird knapp mit dieser Stadt, glaube ich. Der hat hier recht viel Garnison. Und eine Armee aus 15 Mann. Wenn wir ihn belagern. Ah, ich sehe hier etwas, was mich nervt. Ich habe taktische Fehler gemacht, Maurice. Und zwar? Ich bin Frieden eingegangen. Oh. Mit den Dudes über mir, weil ich dachte, dann habe ich Zeit in Ruhe, alles hier einzunehmen. Und jetzt ist der einfach gleichzeitig wie ich an dem Graufelsen. Aber ich könnte das jetzt noch vor ihm einnehmen. Weil er ist quasi... Ich klaue ihm das jetzt vor der Nase weg. Nice, und diesmal können wir es automatisch ausfechten. Voll gut. Tja, da warst du zu langsam. Das tut mir fast ein bisschen leid. Aber halt auch nur fast. Ja. So, ich glaube, wir werden jetzt einfach mal angreifen und belagern und gucken, was passiert. Ja, es tut mir leid, aber ich habe dem nicht den Krieg, den Frieden da angeboten, damit der mir dann die Sachen vor der Nase wegzieht, also... Das stimmt, ja. So, wir würden das knapp verlieren, aber wenn er einen Ausfall macht, könnten wir es dann eigentlich gewinnen, weil da ja noch die Stadt mit reinzählt. Vielleicht kommt auch unser Verbündeter. Wir sehen es jetzt gleich. Du kannst jetzt wenigstens nicht weiter rekrutieren. Können wir hier was rekrutieren gleich noch? Hat leider die hier noch nicht verbessern. Ich will das eigentlich noch nicht ausbauen, weil ich ja Quintex ausbauen möchte dann stattdessen. Da
Das hier wird auch bald verbessert. Dann hole ich mir nochmal billigere Dunkeldornen hier an der Stelle. Und yes. Mach ein Level up mit meiner crazy alten. Ich werde interessanterweise jetzt durchaus von den Chaosgöttern zum Schlachten getrieben, weil diese Chaosgeschenke, die kosten nicht nur einmalig Seelen, sondern auch dauerhaft Unterhalt. Oh. Das heißt, ich muss tatsächlich jetzt stetig schlachten, sonst entziehen die Chaosgötter mir ihre Gunst und sagen, ey, finden wir nicht so geil, wie du hier aufgehört hast, Leute zu massakrieren. Ich dachte, wir hätten einen Deal, werden sie dann sagen. So, jetzt ist die Frage, Halftor Mammutreiter, checkst du jetzt, was hier Sache ist und kommst deinem Lehnsherren treu zur Seite gesprungen? Oder hockst du weiter wie der letzte entmannte Versager hier, der Schande? Also, ich meine, wenn Korn das hier sehen würde, wie der schon auf dem Weg zur gegnerischen Stadt war und dann den Schwanz eingezogen und zurück in seine sichere Siedlung gerannt ist, die ich ihm geschenkt hatte, das ist halt wirklich... Was ist passiert? Ich habe die andere Stadt eingenommen und meine Armee steht gerade rechts davon in der anderen Stadt, die ich eingenommen habe. Es ist das klassische Hin- und Herspiel. Aber ich musste die andere Stadt einnehmen gehen, weil sonst hätte sie meinen quasi Nicht-Angriffspartner eingenommen und dann hätte ich die nicht mehr rausbekommen, die Stadt. Wer ist das hier? Skaven wollen einen Nicht-Angriffspakt. Ja, das finde ich gerade gar nicht so blöd. Hey Lukas, man sieht deine Nachrichten im Chat. Wir haben noch nicht so lange gespielt, deswegen ist bis jetzt noch ein bisschen schwer einzuschätzen, aber es macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Das ist jetzt eine zweite Armee, die ich jetzt angreifen kann, um dann eine Feldschlacht zu provozieren. Kommen wir nicht ran? So, ich delegiere hier eine Sklavenrebellion. Aber meine Verbündeten können das delegieren, denke ich. Dann wird Orgrim Gunnarsson gestärkt. Ich glaube, ich habe... Achso, nee, du bist in einem Pop-up, deswegen. Ich war gerade verwirrt, warum ich nicht angreifen kann und dachte, ich hätte einen Bug. So. Ich brauche dich jetzt wieder beim Kämpfen. Die Reiter auch zu Streitwägen verbessern. Das ist schon cool, diese Verbesserungsmechanik. Ich finde die total geil. Boah. Maurice. Boah. Boah, schwierig. Wenn ich eine Stadt umkreise und die fallen aus, kämpfen sie ohne ihre, in ihre Mauern, right? Ohne Mauern, genau. Aber mit der Garnison. Ja, geil. Ja, die Garnison ist dann eine Verstärkungsarmee. Dann provozieren wir sie jetzt. Oh, das wird risky. So, das hier will ich eigentlich gern. Kann ich die Armee hier angreifen? Nee, ne? Oh, das wird risky. Anhält, ich muss erstmal die Belagerung abbrechen. Ey, jetzt würde ich sogar einen Pyrrhus-Sieg kriegen, wo ich aber alles verliere. Oh, das wollen wir nicht. Dankeschön, Andi, für die 22 Monate und den Tier 2 Sub. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Aber wenn ich das jetzt abbreche, kann ich die dann hier angreifen. Das wäre halt geil. Aber ich glaube nicht, Doch. Geil. Und jetzt kriegen wir hier die gerade einzeln raus, die Sachen. Ja, sie hatten so eine Winzarmee vor den Toren. Mhm. Und jetzt können wir halt ihre Verstärkungen auch richtig abfangen. Das ist super geil. Das ist zwar noch ein Pyrrhus-Sieg von der Berechnung, aber ich würde auch nur schwache Sachen verlieren. Wir führen das und dann dürfte das eigentlich ziemlich gut klappen.
Ich speichere zur Sicherheit mal, aber das müsste eigentlich super funktionieren. Weil wir jetzt halt richtig ihre... Sieht gut aus. Ja, das müsste eigentlich ganz gut klappen. Vor allem, weil die alleine startet. Genau, genau. Und dann kommen ihre Verstärkung kommt da hinter uns in zwei Wellen. Das ist eigentlich ziemlich lustig. Ist dein Siegwart stärker als sie? Ich denke ziemlich sicher. Dann würde ich den alleine auf sie draufschicken. Ja, genau. Die wird dann weggehauen. Und da hinten kommen die zwei Verstärkungsarmeen. Die kommen tatsächlich gleichzeitig. Aber wir können uns halt total positionieren, sie abzufangen. Ich würde dir wieder die Streitwägen und sowas geben. Klingt gut. Und wir haben auch noch jetzt Kavallerie. Das ist Geschosskavallerie. Also du kannst ihr richtig halt so richtig nerviges Zeugs machen. Dann wird Ich bekomme Sigwald also das nervige Zeug. Und du hast Bock drauf, gib's zu. Auf jeden Fall. Aber ich habe auch richtig Bock auf die Rasenmäher. Ja, ne? Die sind geil. Die habe ich mir als Dämonengabe direkt geholt. Dann haben wir hier unsere Infanterie. Die steht hier einfach direkt da. Okay, die können nicht versteckt werden, die Einheiten. Und hier hinten haben wir Artillerie. Und die dann jetzt auch feuern kann. Ach ja, die Hunde kannst du auch noch haben, die sind ja auch schnell. Ich pack da alles oben in den Busch. Ja, das ist geil, genau. Alles ist im Busch. Oder soll ich dir die Hunde mit auf sie drauf schicken? Nee, ich denke, das müsste Sigwald relativ schnell erledigt kriegen. Dann haben wir hier unsere Barbaren. Da ist die Artillerie. Und genau, du kannst dann so über rechts eben kommen und da so rein, während sie links in meine Infanterie reinrennen. Mhm. Und Sigwald geht direkt auf sie. Genau, in 2 Minuten kommen die hier, leicht versetzt. Das müsste sehr gut funktionieren. Wir holen uns noch einen Busch näher. Weil wir haben ja Zeit, stimmt, bis sie da sind. Stimmt, die sind noch nicht da, genau, das ist super. Ja. Die stelle ich nur hier oben hin, weil die kann ich nicht verstecken. Sigwald, Ehrenmann, der ist, geht jetzt hier auf die einzelne alleinstehende Frau los. Er ist halt nicht unbedingt ein Gentleman nach klassischer Definition. Hä, ist doch worth, das ist doch völlig fair. 2 Champions kämpfen im 1-gegen-1 gegeneinander. Das stimmt, das wäre stimmt, so eher gesehen diskriminierend, wenn er sagen würde, er greift sie nicht an, weil sie eine Frau ist. Ich meine, du das hast ist recht, eine Kriegerin. Sigwald ist der Champion der Progressivität. Du hast Alter, absolut wie er recht es jetzt umdreht. Ja, schaut euch das an. Was für ein Ehrenmann. Sigwald, Verteidiger der Gleichberechtigung, geht hier hin und metzelt diese Frau jetzt nieder. Da schaut ihn euch an, wie er sich einsetzt für die Sache des Feminismus. Was für ein Mann. Mein Chat sagt gerade Sigwald, der Giga-Chat. Ja, genau, genau. Und die Leute wollen noch die Spiegelgarde sehen. Okay, die ist echt cool. Alter, wie cool. Ich würde mir gerade eher ein bisschen Sorgen um Sigwald machen. Nee, der schafft das. Der kriegt da gerade ordentlich auch aufs Maul, ne? Nee, sie hat doch weniger Leben als er. Sigwald! Enttäusch mich jetzt nicht, Sigwald. Ah, guck mal, wer sie auf die... Ja, jetzt komm! So, wo ist denn die Spiegel? Die will da zaubern und Sigwald lässt es halt nicht zu. Ein Mann, ein Schlag... Ah, guckt, wer die platt macht! Spiegelgarde. Er hat ja die rechte Sache auf seiner Seite. Wie Sigwald für die Frauenrechte eintritt, wird bei mir geschrieben. Ja, wahrlich! Ja, ist schade. Wenn das ein bisschen schneller gewesen wäre, wäre das vorbei gewesen. Ich hätte die Hunde doch mitschicken sollen. Halb's auch noch rein. Aber da kommt der Feind! Oh, da können wir richtig schön das Pendel durchhauen. Pendelst du? Ja. Oh. Siegers!
Orts. Faster! Jetzt wird's unangenehm, meine Freunde. Jetzt sind die Speere zu weit hinten. Das schafft ihr nicht mehr. Nope. Ich glaube, Sigvald hat auch seine Arbeit erledigt und kommt. Jetzt haben sich die Speere gedreht und jetzt kommt die andere Infanterie von der anderen Seite. Donk! Tja, schade. Ne? Das Leben ist manchmal hart. Und die Artillerie ballert auch noch rein. Gut, du hier solltest vielleicht nicht ganz so hier. Der Zauberer ist auch noch da. Und macht hier so ein bisschen Schaden rein. Hier irgendeine stärkere Einheit dabei. Oh ja, das hier, den sollten wir mal entkräften. Alter, wie die hier rumgetreten werden. Sigvald ist auch gleich da. Da muss ich jetzt was rausziehen. Oh, die ganzen Bogenschützen sind gedreht. Maurice, ich hoffe, ich verliere deine Chaostruppe nicht. Wenn da ein bisschen was verliert, ist auch okay. Aber sie fliehen. Ja, sie sind geflohen. Geil. Gott sei Dank. Die Bogenschützen haben sich plötzlich gedreht und das ging dann sehr schnell. Mach mal meinen Zauberer hier noch ein bisschen durch. Ja, ich muss mal Kavallerie ganz kurz hier rausziehen, sonst melden dir die weg. Weil wir da ein bisschen zu viel Bogenschutzfront haben und das macht nur Spaß, wenn sie auf deine Armee schießen. Nicht, wenn sie auf meine schießen. Die countern das. Wow. Ja, ich bin nicht so tanky. Ja, das stimmt. Du bist ja, wir sind ja, genau, Slaanesh-Einheiten halten nicht so ewig viel aus. Witzigerweise die Infanterie schon. Diese Peitschentypen sind richtig tanky. Komm, Sigvald, kämpf mit deiner Spiegelgarde gemeinsam. Das macht dir doch sicher Spaß. Das macht ihm auch Spaß, in erster Linie, weil er sich dabei selbst anschauen kann. Ja, genau, er sieht sich selbst, wenn er den Feind vor allem von hinten angreift, der vorne gegen die Spiegelgarde kämpft, dann sieht Sigvald seinen Ansturm hundertfach reflektiert. Das ist, glaube ich, genau, also andere Strategen machen das aus strategischen Gründen, Hammer-Amboss-Taktik, Sigvald macht es aus seinen eigenen Gründen, aber es hat immerhin das gleiche Ergebnis, was ja dann auch ganz gut ist. So, jetzt machen wir hier einen richtig schönen Flankenangriff. Die Barbaren halten überraschend gut die Linie. Der Feind fängt auch an zu rennen, das ist gut. Da wird gar nichts mehr gehalten. Ja! Geil! Da wird gar nichts mehr gehalten, ja. Ja, die eine Einheit ist geflohen. Ich hoffe, die hat es überlebt. Ja, das macht nichts. Das war richtig unlucky. Die waren so richtig schön drin und dann sind sie gedreht. Und innerhalb von einer Sekunde war so wump. Und ich war so, oh, okay. Oh, puh. Es sind wir haben die richtig dezimiert. Aber es sind halt Dunkelelfen. Dunkelelfen machen immer noch Schaden auf Long Range immer. Ja. Frau Metzin ist Feminismus. So. Sigvald ist der Paragon des Feminismus. Ja, er definiert das. Sehr gut, dann habe ich mir nichts zu Schulden kommen lassen. Geil, und 4000 Gold gescheffelt. Das hat sich gelohnt. Und Sigvald hat auch eine Eigenschaft erhalten, dass er gut gegen Dunkelelfen ist. Guter Mann. Jetzt müssen wir nur direkt die Belagerung weitermachen. Ich bin mal ganz kurz ein Oberteil anziehen, das nicht so krass Hitze staut. Ich bin gleich wieder Jawohl. Da. Jawohl. Ich hab grad, es ist viel zu warm. Jetzt kriegen wir hier ein automatisches Gefecht. Einfach einen Sieg. Ohne Verluste. Ist das nicht wundervoll? Ist nicht Sigvald wahrlich der Beste, der Schönste, der Größte von allen?
Und noch, Alter, wie viel Geld wir gescheffelt haben. Hier gibt es leider keinen Vasallen in der Region. Aber dann gehört die jetzt halt uns. Wir haben die Wächter des Todwalds vernichtet. Hier sollten wir jetzt auf jeden Fall was für Wachstum bauen, weil da haben wir das noch nicht von selbst. Und eins für Geld. Und hier können wir jetzt auch bald was für Geld bauen. Können wir hier irgendwas Tolles rekrutieren? Nee, wir können hier nur schäbige Chaoshunde rekrutieren, die eh niemand will. Und mehr Barbaren. Wir haben auch keine geschenkten Einheiten. Wir haben jetzt ein weiteres legendäres Söldnerregiment, nämlich eins von Nörgel. Aber das ist eigentlich zu hässlich. Für unsere schöne Armee. Wir können hier leider noch nichts verbessern von denen. So, ich bin wieder da. Hallo. Dankeschön. Ich musste, es ist so warm, ich musste gerade auch die Tür im Zimmer aufmachen, weil sich die Temperatur so staut im Büro. For glory. So. Wenn ihr ein bisschen was rauschen hört, tut mir das sehr leid. Ich habe das Fenster aufgemacht für ein bisschen Sauerstoff. Und da hört man dann manchmal so ganz ein bisschen den Straßenverkehr. For the Witch King. Geil. Wir bauen jetzt in Quintex den dunklen Turm. Also quasi Stufe 3. Das wird sehr schön werden. Und dann können wir im nächsten Go den Obsidian-Steinbruch bauen für noch ein bisschen mehr Geld. Und potenziell Zauberinnen, die wir ja für die Quest brauchen. Voll damit gut, da auch was vorangeht. Geht. Schauen, wie es bei dir steht. Klimaanlage, beste Anschaffung dieses Jahr, war ständig überhitzt, wohnen aber auch mit Dachschrägen und scheiß Kompressionsstrumpf. Boah, das ist auch richtig warm, ey, holy shit. Ja, Klimaanlage, also die Sache ist halt, ich hätte super gerne eine Klimaanlage. Und ich verstehe auch jeden, der eine hat. Ich hätte bei mir in der Wohnung ein super schlechtes Gewissen, mir eine zu holen. Weil wir, also es ergibt halt wenig Sinn, aber wir sind halt in einem Altbau. Das heißt, es wird halt ultra warm. Das heißt, eigentlich bräuchten wir eine Klima. Aber weil es so schlecht isoliert ist, bleibt die kalte Luft auch nicht drin. Und wir müssten die Klima halt konstant laufen lassen. Plus bei den hohen Decken, dass ich einfach gesagt habe, dass das halt stromtechnisch ist, das habe ich lieber einen Ventilator neben mir stehen und leide und jammer den Stream voll. Dankeschön, Feline, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Das können die auch mal ertragen. Dankeschön. Ey, ich finde dieses Chaoskrieger-Rework gerade so gut. Ha, sehr schön. Das ist alles, was diese Fraktion meine was ich immer wollte. Jetzt aber richtig so fertig. Richtig, dass du auch dich den verschiedenen Göttern hingeben kannst und dafür Boni bekommst und so. Das ist so cool. Sommer im Altbau echt dann Spaß, besonders wenn man ganz oben wohnt. Also wir wohnen nicht ganz oben und trotzdem haben wir schon genug Spaß. Das heißt, ich kann mir in etwa vorstellen, wie grausam das bei dir sein weiß muss. Ich weiß es tatsächlich nicht. Wenn es zählt ja auch der Jagdstreitwagen, der zählt die als Dämon. Mit Palmblättern. Die kannst du multifunktionstechnisch drin, zumindest essen und trinken holen schicken. Fünf aber ist aber schon Dämon, sehr oder? Dekadent, Dori. Ja, würden drei nicht reichen? Diese Sigwald-Verbesserung. Das heißt, jetzt rüste ich immer noch ein bisschen selber auf, dass er auch kämpfen kann. Weil wir haben ja gerade gesehen... 31 Grad ist auch einiges, holy shit. Angriffe mit einlullender Duft. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Vielen lieben Dank. Aber ich finde, Sigwald sollte es haben. Einfach irgendwo aus Prinzip. Vielen lieben Dank für den Support. Das ist sehr nett, dankeschön. Dankeschön. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Bei deiner Reichweite mindestens 5, man muss die Dekadenz auch leben, Pia. Es tut mir leid, also...
Ich bin offensichtlich eine schlechte Influencerin. Also mein Chat und ich spekulieren gerade darüber, wie viele Sklaven ich haben sollte, die mir mit Palmblättern Luft zuwedeln. Und wir sind uns nicht einig, ob 3, 4 oder 5. Was würdest du sagen? Also eigentlich brauchst du, glaube ich, einen aus jeder Himmelsrichtung wären 4 zum Beispiel. Nee, vor mir nervt ja, da sehe ich ja nicht, wo ich hin möchte. Ja, das stimmt. Aber ich brauche halt auch welche zum Auswechseln. Also wenn einer mal aufs Klo muss, wenn einer mal krank wird. Ich bin eine gute Sklavenhalterin. Ich würde Wochenende vergeben. Die würden in Schichtarbeit arbeiten quasi. Ja, dann... Ganz klar 6, weil einer muss das Getränk halten. Boah, nee, ich will nicht, dass jemand das Getränk hält. Dann ist das so eklig lauwarm und schwitzig. Ich möchte lieber einen Getränkehalter. Das wären aber hohe Krankenkassenbeiträge. Was für Krankenkassen? Wir reden über Sklaven, nicht über Angestellte. Ja, so. Als ob ich die bezahle. Hallo? Nicht übertreiben hier. Ja, nee, finde ich aber auch. Fünf Sklaven, feministisch und antiklassistisch unterwegs sein, aber Sklaven haben so. Schemenhaft? Man muss das einfach nur richtig argumentieren. So wie eine gewisse Schriftstellerin das in ihrer Kinderbuchreihe argumentiert hat. Es ist in Ordnung, dass es Haussklaven gibt. Die wollen ja Sklaven sein. In der Tat. Piu, 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 piu. Ich fange schon wieder mit den ganzen Harry Potter Fans Stress an. Ich kann es nicht lassen. Das ist ganz, ganz schlimm. So. Ich glaube, jetzt kann ich tatsächlich auch einen Außenposten bei dir bauen. Wow, Dori, das mache ich doch. Weil es kostet 3000. Kann ich bei dir rein? Oder? Also ich habe nicht genug Geld. Ich muss warten, bis ich das noch mal kann. Ich habe gerade ein bisschen Geld, aber ich will auch ein bisschen... wobei, das ist eigentlich... Ich meine, ich kriege... Dunkelelfen-Einheiten sind halt geil. Nee, komm, das bauen wir direkt. Das, schmeiche mir noch ein bisschen mehr. Ja, das ist halt wirklich so. Also, das ist ja der... Das ist die perfekte Ergänzung für eine Chaos-Krieger-Armee. Noch so ein paar Dunkelelfen mit rein. Das ist so eine coole Funktion, ne? Das ist so geil. Ah, dieses Spiel. Ich mag es einfach. So. Also Halftor, Mammutreiter, von dir bist du enttäuscht. Ich bin durch und gebe meinen Zug schon mal durch und gehe nochmal kurz aufs Klo. Dann bin ich gleich wieder Gott, da. Ey. Rose Gott. Der Böllen. Ich argumentiere bei meiner Chefin regelmäßig gegen meine Gehaltserhöhung. Dori? So macht man das nicht. Man argumentiert nicht gegen eine eigene Gehaltserhöhung. Ich muss irgendwo meine dunkle Seite rauslassen. Dann solltest du einfach öfter grausame Spiele spielen. So, wer möchte? Die da oben wollen nicht Angriffspakt mit mir und ich krieg Geld dafür. Alles klar, ich habe eh erstmal nicht vor, mit denen Krieg zu führen. War Harry Potter das mit den Lichtschwertern? Ja, genau. Genau das. Ich bin dein Vater. So, wir haben einen Lauerer entdeckt, aber der ist da unten. Dann haben wir hier Einkommen nach Dingsterbumsters, das gefällt uns. Von Rache getrieben. Ja, da werden wir noch ein bisschen stärker, das gefällt mir. Das ist noch im Bau. Die sind, ja. Die sind hier schon am Hungern. Das gefällt uns. Ich krieg nur leider die Stadt nicht angegriffen. Aber ein Attentat auf den und das war ein Erfolg und damit kriegt er ein Level up
Und dann kriegen wir Garnison angreifen und dann schauen wir, ob wir nächste Runde in die Garnison kommen. Das wäre unfassbar gut. Dann wäre die Frage, ja, wir können hier wieder was machen. Kontrolle geht runter. Wenn wir das da machen, kriegen wir die Kontrolle wieder hoch. Ja, damit wir da keinen Aufstand bekommen. Das heißt, wir kämpfen auf Leben oder Tod. Wir haben 200 Sklaven geopfert. Dafür haben wir Kontrolle plus 20 hochgepusht. Was ganz gut ist, weil wir durch die ganzen Kämpfe hier gerade Kontrollprobleme haben. Und wenn ich halt jetzt das nicht mache, dann muss ich mit der ME gleich wieder nach oben gehen und Quintex beschützen. Weil ich dann einen Aufstand habe. So kann ich das zerschlagen, mich hier reinsetzen und dann Richtung Süden marschieren. Das heißt, das finde ich war ein guter Trade. Ich liebe diese Sklavenfraktion-Funktionen. Also ich hatte zum Beispiel jetzt gerade auch die Situation, ich bin hier unten am Kämpfen und durch die ganzen Kämpfe ist quasi meine Kontrolle gerade schlechter. Und jetzt kann ich einfach meine Sklaven, 200 Sklaven auf Leben und Tod kämpfen lassen und habe dafür Kontrolle plus 20 für 5 Runden. Das heißt, ich muss nicht hochgehen und gleich irgendwie eine scheiß Fraktion wegkämpfen von Barbaren, die sich gegen Quintex stellen, sondern ich bleib gemütlich hier unten, nehme meine Sachen ein und lass die Sklaven sich einfach abmetzeln. Ja, geil. Das ist mega praktisch. Also, das ist echt eine coole Funktion. Also, rein wirtschaftlich, ökonomisch, wirtschaftlich in diesem Spiel mit Pixel-Sklaven. Ja. Ich finde natürlich Sklaverei in der echten Welt moralisch problematisch. Ist das so, Pia? Okay. Ich habe derweil eine schöne Story-Mission bekommen, weil auch Sigwald, so wie du dein goldenes Blasrohr damals wolltest, ne, kann auch Sigwald Dinge erlangen. Ein goldenes Blasrohr erlangen. Und hier, und die Beschreibung ist halt natürlich der Hammer. Ist Sklaverei nicht zu argumentieren, ja, bei Joken und das Fern. Viele halten es für ein hässliches Wort, sogar schändlich. Doch findet sich unter denen, die Glück genug haben, den Spross des Lanesh zu erblicken. Denn auch nur ein einziger, bei dem Anblick dieser grausamen Perfektion keinerlei Neid empfindet. Der güldene Prinz ist ein kaltherziger Kriegsherr, stets von hunderten ergebener Verehrer umgeben und von seinem duldsamen Wahlvater Stanesh verwöhnt, dessen jeder völlig ausartender Wunsch in die Tat umgesetzt hat. Oh. Doch solch Ruhm hat seinen Preis. Alle Anhänger des Chaos streben stets nach mehr Macht und der Gelegenheit, das Auge der Götter auf sich zu ziehen. Nun fordert ein Rivale, Prinz Sigwald, den Prachtvollen heraus. Angetrieben von Neid und Machthunger und unterstützt von einer Armee scheußlicher Bestien, die dem güldenen Prinzen zuwider sind. Das klingt stressig. Ja, da will jemand aufs Maul kriegen. Das merken wir uns. Man muss halt auch sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass Papa Slanisch sehr beeindruckt wäre, wenn der Herausforderer das stimmt, Prinz Charming besiegt. Ja, das ist richtig. Das Hallo, dürfen Lina. Wir gar nicht erst irgendwie zulassen. Mein Chat schreibt gerade ein Run. Wer schafft, die schlimmste Fraktion zu spielen, solltet ihr auch mal bei Warhammer machen. Ich glaube, bei Warhammer wäre es eher die Herausforderung, so harmlos wie möglich zu spielen. Das stimmt. Ja. Bei Warhammer lässt ja gar keine Wahl, außer grausam zu sein. Das stimmt. So, jetzt ist die Frage, welche Festung holen wir uns als nächstes? Hallo Neratex, ein wunderschön. Am ehesten wahrscheinlich. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Papa bei Slanisch passt. Zerfallt. Da kriegen wir auch noch eine Vasallenfraktion dazu. Ja, ich würde wahrscheinlich Papa bei Slanisch auch nicht nutzen. Das ist richtig, Maximum. Maximus, ich würde an der Stelle auch eher Daddy sagen. Oh mein Gott, ich kommentier das jetzt besser gar nicht. Ich sag dazu gar nichts, Pia. Es ist Landisch. I mean, schau dir die Einheiten an. Ja, ich sag dazu gar nichts. Wie gesagt, ich
Das hast du jetzt gesagt. Du bist ja selber fucking Prinz Charming. Nee, wir lassen das jetzt am besten einfach so stehen. Ach, das ist so eine Ork-Fraktion, die haben nur diese zwei Gebiete, oder was? Ach ja, dann machen wir die halt einfach platt. Slanish ist die einzige wahre Master Mistress, ja, ist das halt. Ja, natürlich, wer auch sonst. Oh Gott. Step Slanish, I'm stuck. Alter Rotzblase, ey. Ah, ich hab den Humor von so einer 12-Jährigen. Das ist halt. Oh, Hellebronn ist hier. Welches Volk hat die nochmal? Haganeth? Ach, die ist hier. Mhm. Das ist natürlich. Dann gehe ich jetzt nicht gegen diese Orks, dann soll Hellebronn das machen. Und das würde sich doch anbieten, dass du die zu dir holst. Ja. Ach, kannst du gar nicht, ne? Du kannst die nicht. Nee, man kann allgemein als Chaoskrieger, die können, glaube ich, nicht mal andere Chaoskrieger konföderieren aktuell. Was aber dafür hast du Vasallen. Ja. Ich glaube, dann gehe ich jetzt hier hoch und mache halt diese beiden Festungen, weil da haben wir zwei goldene Festungen. Dann ich würde so Hellebronn schon echt gern nehmen, also bei mir mit rein. Ja, dann kannst du auch den Zwist zwischen den beiden kannst du dann quasi beilegen, indem du sie einfach dir untertan machst. Ja, sie würde das wahrscheinlich nicht so toll finden, aber das ist mir ja egal. Ja, das ist ja nicht dein Problem. Haben wir neue Gaben erhalten? Tatsächlich, jetzt haben wir mehr Bewegungsreichweite. Genau, je mehr wir hier opfern an Seelen für Slaanesh, desto mehr kriegen wir hier an Geschenken. Und hier später gibt es irgendwann sogar hier Seelenzermalmer des Slaanesh und Hüter der Geheimnisse. Aber da sind wir noch weit davon entfernt. Hier gibt es noch eine. Das ist natürlich ziemlich krass. Wir zahlen zwar 15% mehr Unterhalt für alle Einheiten, aber haben 35% mehr Kampagnenreichweite. Ach, es heißt Slaanesh. Das R ist nur in der Übersetzung verloren gegangen. Ach, das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, es heißt Slaanesh. Slaanesh. Klingt beides cool. Nehme ich beides. Ich finde generell Leute. Ach so, das war ein Joke wegen. Oh. Ich habe das gar nicht gerafft gerade. Aber ich finde, also generell, um das vielleicht abzuschließen, was ich gerade sagen wollte, ich finde das generell cool, wenn so Schriftsteller oder Leute, die Franchises erschaffen, wenn die so ein gutes Händchen für geile Namen haben. Und ich finde, Warhammer hat unfassbar gute Charakternamen. Die Namen sind echt geil. Slanussi, ey Leute, ey. Jetzt werden sie albern, die Leute, muss man auch mal sagen. Boah, da komme ich nicht rechtzeitig hin, um das niederzureißen, glaube ich. Unthinkable. Aber. So, wie sieht's jetzt aus? Ja. Zwei Runden haben wir sie ausgehungert. Und jetzt ist die Armee weg und die Stadt gehört wieder uns. Das war extrem effizient und hat richtig viel XP gegeben. Das gefällt mir richtig gut. Lebensentzug. Oh, da ist Valkia da oben. Und die ist richtig stark. Okay, die werden wir nicht angreifen. Tatsächlich, die ist stärker als ich. Die dürfen wir in den Fights auch noch nicht zeigen, ne? Ich glaube nur, wenn wir selber spielen. So hatte ich das verstanden. Wir können ja nicht verhindern, dass sie in Immortal Empires uns mal angreift. Ja, ich weiß nicht, ob wir die Schlachten auto-resolven müssen. Was fragt man? Ah ja, das kann tatsächlich sein, ja. Das glaube ich nämlich. Und das ist halt auf dem Schwierigkeitsgrad, den wir spielen, ist das halt mega scheiße, weil. Ja. Das stimmt, das stimmt. Und welche Fraktion ist hier oben? Der rote Schädel. Wie stark sind die? Deswegen sollten wir halt vermutlich versuchen, uns mit den neuen Fraktionen erst Freitag anzulegen, weil dann können wir gegen die ganz normal kämpfen.
Das ist ein gutes Argument. Jetzt muss ich auch dann gar nicht zugeben, dass ich Angst vor Valkia habe und gar nicht zu ihr gehen will, Leute, weil sie stärker ist als ich. Also ganz wichtig an der Stelle, weil gerade Leute Sachen schreiben, wie die Schlachten dürft ihr zeigen und so weiter. Bitte hört auf mit diesem Hörensagen. Die NDA-Verträge von anderen Content-Creatern sind nicht die gleichen NDA-Verträge, die Maurice und ich haben. Und das ist fatal, alles nachzuplappern, was ein Merp oder sonst jemand sagt, weil die haben andere Verträge als wir und die können gerne bei ihren Merp Verträgen darf bleiben. Mehr. Merp ist sogar gerade im Chat. Hallo. Der darf einfach mehr als wir. Aber Merp darf tatsächlich mehr als ich. Deswegen auch nochmal der Hinweis, heute, wenn wir durch sind, Merp darf, glaube ich, heute schon irgendwann selbst Valkia spielen. Merp, wen wirst du als erstes? Dankeschön, Lana, für die 21 vier. Monate. Mach gerne ein bisschen Werbung hier. Wen kriegt man bei dir als erstes zu sehen? Ich muss da heute Abend unbedingt reinschauen. Ich will auch unbedingt zugucken. Ich beneide ihn sehr dafür, dass er heute schon rein darf. Und dann schreibt er, weiß ich noch nicht. Mann, Merp! Wie nicht Valkia, Merp? Wie nicht Valkia? Warum nicht Valkia? Warum ist es Valkia? Los, sag es uns. So, Geld. Aber ich frage dafür einfach nochmal nach, weil Merp meint, er würde auch vermuten, dass es sogar auch, wenn wir sie sehen, die Treff zeigen dürfen. Aber wir haben ja diesen Creator Discord. Ich frage einfach direkt nochmal heute nach und... Oh Gott, da kommt sie direkt! Hau ab! Nein! Ich weiß noch nicht, ob ich dich zeigen darf, weil, ja, verzieh dich! Soll ich schnell in der NDA nochmal nachlesen? Mach das gerne. Ich guck nach. Ich hatte tatsächlich auch den Eindruck, dass da stand... Play as, aber wenn sie kommen, ist das was, aber es ist schwer zu sagen, vielleicht ist es auch eine Formulierungsunklarheit. Sie will eindeutig ins Bild, wird bei mir gesagt. Es kann natürlich sein, ja. So. Lass mich gucken. Wir sind heute am 16. Ich finde das nicht okay, dass die hier so ankommt, ehrlich gesagt. Oh, hier ist keine Garnison, den kriegen wir voll easy, diesen Turm, wie geil! You cannot show off footage playing as or against the new champions of Chaos Factions in custom battle or multiplayer. Aha, du hattest absolut so recht. Sowas finde ich halt super schade. Also ich verstehe, dass es Content-Creator gibt, die einfach schon mehr dürfen als andere. Sowas, also das ist zum Beispiel was ich halt als Feedback geben werde, wenn wir halt eine Kampagne vorab spielen und ich verstehe, dass wir sie halt nicht selber spielen dürfen, aber nicht dagegen kämpfen zu dürfen, wenn du auf schwer spielst und der Auto-Resolve für dich immer verliert, ist... Gelinde gesagt, eine schwierige Regel. Das ist ja krass, das kannst du im Stream kontrollieren. Wir dürfen nur Auto-Resolven. Und das ist halt super. Also, das hätten wir vielleicht bedenken sollen. Macht vielleicht nächstes Mal Sinn, dann doch erst ab Freitag zu spielen, weil so wie das NDA formuliert ist, ist halt, ja. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Unklar. Es gibt nur noch, sie sagen, in Custom Battle or Multiplayer. Dankeschön, Simon, für die 7 Monate. Nicht in Kampagne. Dankeschön, Lana, wir sind gerade in einer Multiplayer-Kampagne. Dankeschön. Es kann sein, Dankeschön, dass sie damit meinen, in einer Singleplayer-Kampagne, also in einer Kampagne dürftest du, aber mach keine Custom-Schlachten, wo Valkia der Gegner ist. Aber wir machen das heute auf jeden Fall mal zur Sicherheit nicht, weil das ist mir zu unsicher, aber ich frage nochmal explizit in dem Discord nach heute Abend. Und werde jetzt heute einfach versuchen, auf Frieden mit Valkia zu machen. Haha, Frieden mit Valkia. Ja, guck, komm, ey, lass doch keinen Stress. Du und ich, wir sind doch Kumpels. Wir sind doch Kumpels. Das, musst du nicht immer alles so eng sehen. Valkia ist nur zutiefst missverstanden, schreibt Merp. Ja, wahrscheinlich.
Oder wir machen dann aller Notfalls, genau, wenn sie jetzt mich jetzt angreift in einer Schlacht, die wir nicht auto-resolven können, dann schalte ich mich halt in Fullscreen und erzähle euch, was in der Schlacht passiert. Das ist ja auch noch, also dann, das ist ja dann, ne, dann machen wir es ganz albern. Was ist denn dann Multiplayer? Also du kannst ja auch im Multiplayer Gefechte gegeneinander machen, dieser Spielmodus, wo du heißt irgendwie... Heißt der Spielmodus Multiplayer? Ich bin so verwirrt. Es ist halt 9 Seiten lang. Ja, nee, es ist, also wir gehen auf Nummer sicher für heute, 100%, und machen das mal nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es sogar so gemeint ist, dass wir nur in quasi eigens angelegten Gefechten, um halt zu vermeiden, dass jemand sagt, schaut, ich stelle eine leichte KI, die komplette Valkyr-Armee, und wir gucken sie uns an als Gegner, dass sie das damit verhindern wollen. Aber es könnte auch sein, dass sie, Merp schreibt auch, Fun Fact, ich war dieses Mal auch mega verwirrt, als die Infos kamen. Nee, wir gehen auch heute auf Nummer sicher, aber ich frage da nochmal nach, weil, ich könnte mir vorstellen, dass es auch durchaus so gemeint ist, wir dürften eigentlich, wenn sie uns angreift. Aber warum sollte sie auch? Guck, die ist doch voll nett. Die hat überhaupt keinen Stress, die mag mich, und ich, gut, vielleicht will sie hier Ormgrim Gunnarsson auf die Fresse geben, das ist auch nur mein Vasall, an dem hänge ich jetzt auch nicht so. Wir verstehen uns schon, Valkyr. Du und ich, wir sind Kumpels. Wir sind Bros. Ich meine, du willst doch nicht den schönsten Mann der Welt angreifen, oder? Ich meine, die Welt wäre so viel ärmer ohne Sigvald. Das will doch niemand. Stell dir mal vor, du kannst eine Welt mit Sigvald haben und entscheidest dich dann aktiv für eine Welt ohne Sigvald. Wer würde das denn tun? Und nur weil ich -4 Korn habe und Sigvald eigentlich Korn total scheiße, das passt schon alles, Leute. Das wird die jetzt schon nicht so eng sehen. Yes. Druki Queen. Leute, es geht um den Kanal, nicht um Merp alleine. Merp kann nicht für Maurice die Schlacht spielen. So funktionieren Embargos nicht. Das wäre aber auch richtig dreist. Ja, ihr habt mir das Embargo gegeben, aber ich habe einfach immer, wenn ich es gebrochen habe, jemanden rangeholt, der es brechen darf. Dann würde Merp auch sicher immer noch, würde sehr lange weiterhin noch verpartnerter Streamer von Great Elf Assembly bleiben, wenn er jetzt durchtingelt durch verschiedene Kanäle und überall die Sachen spielt, die anderen nicht dürfen. Ne, dann, wenn Pia mal noch von einem von den neuen Helden angegriffen wird, dann geht er mal bei Pia schnell rein. Ja, Merp, was sagst du? Guter Plan, oder? Ich würde das so witzig finden, ey. Wir können ja noch, ich meine, Günther darf auch. Wir können ja, ich weiß nicht, irgendwie bei mir ist Merp und bei dir ist Günther. Warum spielen wir überhaupt selber? Warum lassen wir nicht einfach Merp und Günther spielen? Ich setze mich dazu und scheiß auf das Embargo, wirklich. Oder darf ich auch nicht mit drin sitzen dann? Das ist eine gute Frage. Wenn jetzt Merp auf meinem Kanal streamen würde und ich sitze daneben, wie wäre das Embargo technisch zu bewerten? Hey Maurice, wir haben gerade Early Access bekommen. Ich habe die Befürchtung, wenn wir dieses Gespräch weiterführen, fliegen wir beide aus dem Partnerprogramm. Aber ich habe Fragen. Ja, Merp ist voll dabei. Du musst einfach Günner und mich beide nehmen, dann haben sie nämlich keine deutschen CA-Partner mehr, wenn sie uns feuern. Genau, sie können dann gar nicht anders, als es durchgehen zu lassen. Wie viele Partner gibt's denn? Es gibt Merp, Günther, es gibt uns beide. Wobei, wir sind ja keine richtigen, wir zählen ja nicht vollwertig. Genau, also es gibt ja diese 2 Stufen und auf der höchsten Stufe gibt es in ganz Deutschland nur Merp und Günther. Das heißt, tatsächlich seid ihr unersetzlich, wenn ihr beide gleichzeitig diese Regel bricht. Der deutsche Strategiemarkt ist viel zu wichtig, dass sie ihre beiden deutschen Partner gehen lassen können. Das finde ich einen guten Plan. Wollen wir mal noch Günther Bescheid sagen? Wir haben das perfekt durchdacht. Da kann quasi nichts schief gehen, Leute. Da kann quasi nichts schief gehen. Famous last words. Oh, aber Merp unterstellt, glaube ich, ein gewisses 4D-Schach. Dass natürlich, wenn er und Günther gefeuert werden, sie in der unteren Ebene von Partnern schon die Messer wetzen, in der wir ja auch sind. Das wäre das ultimative 4D-Schach, wenn wir Merp und Günther verleiten, die Regel zu brechen und uns dann auf ihren Platz bewerben.
Das wäre schäbig. Aber ich mag es. Meine eigene Moderatorin Namoria, die wirklich inzwischen wirklich die Chefverräterin fast schon ist, hör niemals auf Maurice Mörb. Er trachtet nur nach deinem Rang und deiner Gunst bei Creative Assembly. Was? Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist eine Unverschämtheit, die ich hier nicht weiter kommentieren will. Das ist... Oh Gott, Valkia greift wirklich meinen Vasallen an. Ich kann es nicht rauslesen. Ich habe probiert, es rauszulesen. Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Ich habe gar keinen Überblick, wie viel jetzt, also... Jetzt macht sie den guten Orngrim Gunnarsson platt. Der hat überhaupt keine Chance gegen sie. Orngrim! Wo könnte ich denn fragen im Discord? Im General Chat wahrscheinlich, oder? Vermutlich, ja. Also die Armeen sind ungefähr gleich stark. Also hat sie denn jetzt den Krieg erklärt? Moment. Also sie ist halt so hier, die steht hier so, als hätte sie Bock, den anzugreifen. Aber hat sie ihn angegriffen? Orngrim, lass mal deine Diplomatie sehen. Legion der Blutkönigin. Nee, noch hat sie keinen Krieg erklärt. Okay. Wenn ich jetzt... Kann ich mit dir hier... Wenn ich dir ein bisschen Geld gebe. So. Nee, die will viel zu viel für einen Nicht-Angriffspakt, weil sie natürlich Korn ist. Die hat überhaupt keinen Bock auf Nicht-Angriffspakt. Ja, notfalls muss halt Orngrim Gunnarsson jetzt richtig auf die Fresse kriegen. Das, ist halt dann blöd für ihn. Die Fraktion ist halt nicht so stark, ne? Fleischblick. Wenn ich da jetzt reingehe. Aber hat er hier eine Armee. Und dann kommt die halt. Wer ist auch im Krieg mit denen da? Sorry, dass ich gerade kurz AFK war. Ich habe nochmal versucht, irgendwie was dazu zu finden, aber ich krieg's einfach nicht rausgelesen. Ja, alles gut. Ich hatte ja die ganze Zeit gedacht, dass Multiplayer halt alles Multiplayer-Technisches mit einbezieht, aber... So, du kriegst jetzt eine Kriegsforderung, da musst du nicht beitreten. Ich habe nur meinen Vasallen mit reingeholt. Ja, ich kann da, also... Ist doch egal, der nicht ablehnen. Ach so, dann der ist am anderen Ende der Map. Der wird dir auch keinen Stress machen. Ich hole mir jetzt nur dem so eine Hauptstadt hier, weil ich Bock drauf habe. Warum Pyrrhus-Sieg? Gegen diese Winzgarnison. Dankeschön, Sazia, für die 16 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, dankeschön. Und mal schauen, ob er dann kommt. Na, ist schade, ich hätte gedacht, das hole ich mir mega easy. Nee, wir müssen das DLC ja eben, also, ja, egal, lass uns nicht weiter drüber diskutieren. Es geht mir am Sack, dass im Stream jetzt irgendwelche Leute da Vergleiche zu irgendwelchen anderen Content-Creatern mit anderen NDAs machen und glauben, dass sie den Durchblick haben. Lass das bitte einfach und lass die Leute die Entscheidungen treffen, die das Embargo gelesen haben. Richtig. So, was haben wir? Können wir noch ein bisschen was in Richtung Slaanesh machen? NDA, nicht drüber aufregen. Nee, ich reg mich, ich bin überhaupt nicht mad oder sowas in die Richtung, also ich bin nicht aufgeregt. Ich wollte einfach nur gerade, also ich habe gerade einfach nur gelesen und nochmal geschaut, ob ich was übersehen habe. Weil ich halt nichts falsch machen möchte. So, es war eine Herausforderung, überhaupt einen Zugang zu bekommen. Und ich will mir das halt nicht jetzt irgendwie versauen, weil ich da irgendwie was falsch gelesen habe. Und ich habe einfach gehofft, dass ich vielleicht irgendwie noch was Genaueres rauslese.
aber tue ich leider nicht. Und deswegen skippen wir es sicherheitshalber einfach und ja, klären es bis morgen nochmal in Ruhe, dann genau, wissen wir es genau für morgen. So, gut, das will ich nicht bauen. Mal schauen. Ich bin jetzt etwas irritiert, dass ich hier nicht einfach drüber walzen kann über diese Stadt. Aber vielleicht jetzt dann mit den Belagerungswaffen müsste es doch eigentlich dann gehen. Kann ich Slanish, also kann ich Slanish-Einheiten eigentlich quasi fressen? Wie fressen? Okay, Valkia haut wieder ab, Leute. Ist alles gut. Hier geht's. Ihr seid in Marschstellung. Orgrim Gunnarsson ist safe. Hast du eventuell einen Juristen im Bekanntenkreis, der sowas für dich prüfen kann? Falsche Frage. Hast du einen Juristen im Bekanntenkreis, der sowas für dich prüfen kann? Bedeutet, im Fachsprachlichen, hast du jemanden, der ein Schlupfloch für dich finden kann, um dich über eine Regel hinauszusetzen, die anders gemeint ist, und dein Partnerprogramm für dich zu beenden? Die richtige Frage ist, hast du einen Ansprechpartner bei Total War, den du fragen kannst, wie es gemeint ist? Ja. Und den haben wir und den fragen wir auch noch, genau, nur gerade nicht live im Stream. Also, lieber Total War-Mitarbeiter, ich habe da so eine Freundin, die studiert Jura und wir haben rausgefunden, bester Start für ein Gespräch mit einer Firma, mit der du langfristig weiter zusammenarbeiten möchtest, ever. Ja, ja. Ich frage natürlich für die Freundin, genau. Ja. Die übt das für ihr Studium. Hat keinen persönlichen Hintergrund. Ah, ey Leute, wir haben die nächste Festung hier. Ist das geil oder was? Du bist effizienter und schneller als ich gerade und ich find's nicht gut. Warum? Das ist doch per Definition gut. Also. Nee. Okay, was wollen wir? Geschwindigkeit. Kriegsgesellschaft, Aufstieg durch den Kampf, Unterhalt für Korsan, Rackrekrutierung, Freude am Leid. Das klingt doch gut. Das klingt immer gut. Es gibt Wachstumsbonus. Wachstumsbonus brauchen wir momentan auf jeden Fall konstant. Ich glaube, mein Held ist leider noch nicht wieder ready. Ich glaube, der ist immer noch verletzt. Oh, hier kann ich richtig fette Einheiten rekrutieren. Das ist total cool. In dem Gebiet sind jetzt Chaos-Trolle, weil es halt hohe Korruption und Ödland und sowas ist. Und ich kann jetzt hier richtig meine Armee hoch... Und ich habe jetzt auch tatsächlich ein paar Mal aufgelevelt. Das heißt, jetzt kann ich hier... Und Verbündete kann man ja auch noch rekrutieren. Alter, ich kann ja gerade so viel machen. Oder ich kann jetzt hier tatsächlich mal anfangen, so... Ne, Rang 7 brauchen die hier für... Ach, ich kann die sogar zu Rittern machen später. Alter, wie cool ist diese Mechanik? Das Landmark in Inside City, ich weiß leider nicht genau, was du damit meinst, Dodi, I'm sorry. Ah ja, das Arkane Brandeisen, Chaoskrieger des Zinch. Aber die kann ich doch jetzt zu normalen Chaoskriegern machen, oder? Ja, nee, warum? Falls Jokas Held keine Mortality hat, Rang 20, kommt er nicht wieder. Der wurde nur verletzt, nicht getötet. Das macht bei Helden ja auch nochmal einen Unterschied, oder bin ich gerade total doof? Aber normalerweise, Helden, die Garnisonen angreifen und dadurch verletzt werden, sterben nicht. Nur Helden, die in Schlachten getötet werden und nicht immortal sind, oder? Weil sonst würde ja kein Held jemals Level 20 erreichen, der als Agent durch die Gegend rennt. Nee, Agenten? Gute Frage, Mann. Die kommen manchmal wieder. Da gibt's ja auch einen Unterschied zwischen... Crit Fail is dead wird bei mir geschrieben, genau, so war's. War das schon immer so? Bei Helden, dass ein Crit Fail ein Dead ist? Crit Fail ist doch wounded und nicht dead.
Weil bei mir steht halt, dass er verletzt war, nicht tot. Normalerweise. Ah, ja. Wenn er verletzt ist, dann kommt er wieder. Ja, es war ein kritischer Fail und der hat ihn aber verletzt, nicht getötet. Es würde keinen Sinn ergeben, weil du halt gerade in den ersten Level als Agent hast du andauernde Crit-Fails, weil du ja noch nichts gelevelt hast. Du würdest ja keinen Agent auf Level 20 kriegen, wenn die instant tot wären. Oder? Oder es geht auch tot. Ja, wo ja. sehe ich's denn? Ich meine, theoretisch gesehen müsste ich es ja auch einfach sehen können. Nee, der ist immer noch da. Der ist einfach nur verletzt. Jetzt bring ich erstmal zu ziehen. Da rennt er durch die Gegend. Also erstmal wird mir immer noch angezeigt. Erstmal das hier, das ist besser. So, Sigvalds Armee kann ich jetzt ein bisschen upgraden. Ich tue mal die Chaoshunde weg, die braucht niemand. Und dann stattdessen will ich hier diese aufstrebenden Champions. Yes! Wann sehe ich denn, wann der wiederkommen kann? Das müsste ja eigentlich auch hier irgendwo stehen. Rechts oben, wo die Liste deiner Armeen ist, da war das. Das ist geil. Ey, die Chaoskrieger sind jetzt so cool. Das ist so gut. In zwei Runden kommt er wieder. Ah. Allmählich ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen tatsächlich. Okay, nee, die kostet mega viel Unterhalt, die Armee. Eine zweite kann ich mir noch nicht wirklich leisten. Hab in 500 Stunden Warhammer 3 noch nie gesehen, dass ein Held beim Crit-Fail stirbt. Ja, es hat mich auch gerade sehr verwundert, weil Helden ja wirklich konstant Crit-Fails haben am Anfang. Also, das stimmt, ja. Das ist ja, du rennst basically nur von einem Crit-Fail in den nächsten. Es gibt ja auch den unsterblichen Skill, ist der nicht gerade dafür? Nee, der ist für die Fights. Der unsterbliche Skill ist dafür, dass wenn dein Held in einer Schlacht fällt, dass der wiederkommen kann. Der ist nicht für den Agenten. Also du kannst ja Helden quasi als Helden in Armeen nutzen, aber du kannst Helden auch als Agenten nutzen, während sie über die Map rennen. Und dieser ab Stufe 20 können sie unsterblich werden? Das ist halt vor allem dafür wichtig, dass wenn du deinen Helden zum Kämpfen in der Armee suchst, also nutzt, dass der quasi wiederkommt, wenn er getötet wird. Aber wenn dein Held oder den als Agent auf der Map nutzt, wenn der jedes Mal sterben würde, wenn der was failt, dann würdest du den niemals auf Stufe 20 kriegen, weil der halt am Anfang, weil nichts gelevelt ist, dauernd failt. Das heißt, das wäre die Funktion des Helden als Agenten wäre halt komplett nutzlos, weil du müsstest die dann in den Armeen hochleveln, damit du sie dann später als Agenten nutzen kannst, aber du skillst Agenten und Helden ganz anders. Das heißt, das würde einfach die ganze Mechanik zerstören, wenn das so wäre. Das funktioniert nicht. Aber du hast dieses Assassinate, das ist nochmal was anderes. Yep, yep. Damit kriegst du ihn getötet. Yes, yes, yes. Ja, diese Vasallen sind schon gar nicht schwach. Der ist jetzt hier ganz gut dabei. Aber ich will eigentlich die hier als nächstes kriegen. Den Monolithen des Surta-Eck segelt hier rum. Weiß nicht, ob der mir ein bisschen Stress machen will. Jetzt habe ich ein wanderndes Monster. Die wollen mir einfach in Quintex kein Wachstum geben. Das ist äußerst frustrierend. Aber ich baue jetzt meine Behausung der Zauberin. Und bekomme damit Zauberinnen. Und Blutqualmedusas. Das gefällt mir. So, ihr seid wieder relativ fit. Das heißt, wir können marschieren, marschieren, marschieren. Und wir wollen plündern. Und wir plündern hier Richtung Sildras Tor. Noch ein Schritt. Hier ist jetzt eine feine Jawohl. Das wird uns nicht gefährlich.
Wir kommen aber noch nicht an Sildras Tor ran, glaube ich. Ja, das ist so knapp. Es könnte sein, dass wir rankommen. Es könnte... Nee, wir kommen nicht ran. Wenn ich Plündern ausschalten würde, würden wir, glaube ich... Nee, dann würden wir trotzdem nicht rankommen. Da fehlt ein Millimeter. Wir bleiben hier stehen und plündern und nerven. Das passt schon. So, und währenddessen wollen wir... Lasst uns das nochmal rückgängig machen. Lasst uns Sklaven dafür ausgeben, dass die Baukosten für unsere Gebäude billiger werden. Und lasst uns danach... Müsste das nicht billiger werden? Aber wir kriegen jetzt auf jeden Fall trotzdem Wachstum. Das ist gut und wichtig. Die Sklavenmechanik klingt schon echt cool überarbeitet. So, ich höre das hier nur so... Ja, ja, die Sklaven werden bei mir konstant, sagen wir einfach, genutzt. So. Genutzt ist ein gutes Wort. Hm. Aber ist das nicht auch der Zweck des Sklaven? Ja. Auf jeden Fall. Ach, da oben ist noch so eine geile Slanish-Fraktion. Aber die mag mich nicht genug. Ich würde halt super gern mit der handeln, aber die hat gar keinen Bock auf mich. Sklaven sind halt Verschleißstelle. Naja, was heißt was Verschleißstelle? Es ist halt... Hämst du dich nicht, Fleischblick, ein Diener des Korn, der davon rennt? Vor einem Slanesh-Dandy auch noch? Also, manche Leute haben auch wirklich gar Eigentlich keine müsste Ehre. Der zu Staub zerfallen. Ja, aber wirklich. Zorn also von Korn, während er rennt. Direkt niedergeschlagen, genau. Also... Als Kornkrieger kannst du dir echt vieles leisten, aber wegrennen... Ja, vor allem, also ich meine, Sigwald ist natürlich der prächtigste und der schönste, aber ich glaube, Korn hat nicht so viel Respekt vor ihm. Wenn er sieht, wie ein Blutdämon vor sowas wegrennt, so ein Dandy mit seinem Spiegelschild, ne? Und dann siehst du im Spiegelschild, siehst du ja, wie der wegrennt. Die wegrennende Flanke des Blutdämons spiegelt sich in Sigwalds prächtigem Schild. Also das geht doch gar nicht. Das sollte ich schaffen.